richtig knackigen und spektakulären Live-Fußball haben wir heute für Sie. Zwei Teams in der dritten Liga, beide noch ungeschlagen. Der SVW in Wiesbaden empfängt Waldhof Mannheim. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer aus Wiesbaden. Ja, und der Mensch mit dem Mikrofon in der Hand hat einen Lappen im Gesicht. Das liegt daran, dass die Corona-Fallzahlen leider steigen und auch im Fußball herrscht ein strenges Hygienekonzept. Alle Presse- und Fernsehvertreter sind hier angehalten, während der 90 Minuten die Maske zu tragen. Da werden wir uns natürlich dran halten und reden über die aktuelle Situation. Werden wir gleich mit dem wichtigsten Mann hier in Wiesbaden, Christian Hock heißt, hat den Fußball hier in der Stadt geprägt wie kaum ein anderer. Ein paar Kilometer entfernt von hier über den Rhein drüber beim FSV Mainz 05 hat er viele Jahre in den 90ern das Spiel geprägt, gemeinsam mit keinem Geringeren als Jürgen Klopp und auch der spätere Fußballgott Thomas Sampach, der war auch dabei. Und heute ist Christian Hock der sportliche Leiter hier in Wiesbaden. Servus Christian Hock. Hallo. Ihr werdet ja permanent getestet, deswegen keine Maske. Wie oft eigentlich? Ja, wir werden permanent getestet, im Normalfall einmal die Woche, je nach Pandemielevel auch zweimal die Woche. Das ist jetzt seit dieser Woche der Fall, da wir im roten Level sind. Aber wir tragen die Masken natürlich auch. Es sind jetzt nur, wenn wir hier in Zone 1 sind, mit lauter Ungetesteten dürfen wir sie abnehmen. Ansonsten haben wir die Maske auch dauerhaft laut Hygienekonzept hier im Stadion auf. Ja, sehr gut. Das waren damals unbeschwerte Zeiten mit Jürgen Klopp und Konsorten. Wie weit sind wir aktuell von dieser Unbeschwertheit entfernt? Leeres Stadion bei so einem Bombenspiel. Ja, unbeschwert waren sie auch nicht. Wir haben in Mainz auch lange gegen Abstieg gekämpft. Zwar immer vor Zuschauern, die nach und nach immer mehr ins Stadion gekommen sind. Aber natürlich ist die Situation eine schwierige, ganz klar. A, eine finanzielle Geschichte natürlich, die den Verein zu schaffen macht, die natürlich auch SVW in Wiesbaden nicht schmeckt. Aber wir müssen mit der Situation umgehen. Wir müssen alles dafür tun, dass diese Pandemie-Level nicht weiter nach oben ausschlägt. Und da hat der Fußball eine große Verantwortung. Dieser Verantwortung stellen wir uns und versuchen unser Bestes zu tun und versuchen natürlich auch unseren Job bestens zu tun hier auf dem Platz. Jetzt hat ja vor einigen Tagen gestern was, glaube ich, der Boss von Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, schon mal sanft den Finger gehoben. Da könnte vielleicht auch auf den Fußball ein weiterer Lockdown zukommen. Wie katastrophal wäre das für den deutschen Fußball? Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Es ist für die komplette Wirtschaft, glaube ich, wäre es eine einzige Katastrophe, wenn es einen zweiten Lockdown geben würde. Und es wäre für den Fußball genauso eine einzige Katastrophe. Deswegen ist der Appell natürlich von uns allen und von allen Fußballvereinen auch, sich an die Regeln zu halten. Möglichst keine großen Partys zu feiern, Abstand zu halten, die Hygienemaßnahmen einfach strikt einzuhalten, um der Pandemie dann auch irgendwann Herr zu werden und weiter Fußball spielen zu können. Ja. So, heute Mannheim kommt. Was sehen wir für ein Spiel? Ich hoffe, ein erfolgreiches für uns und ich hoffe natürlich für alle Fernsehzuschauer jetzt vor dem Bildschirm ein gutes, attraktives Spiel mit hoffentlich einem verdienten Sieger, der am Ende des Tages SVW in Wiesbaden hat. Absolut. Ganz herzlichen Dank, Christian Hock, der Chef hier vom SVW in Wiesbaden. Und wir gehen jetzt rein in die 90 Minuten erste Halbzeit. Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim mit Ihrem Kommentator Sven Litzenberg. Viel Spaß! Und ich freue mich natürlich riesig. Was hat Christian Hock gerade eben gesagt? Wir wünschen uns, dass es ein tolles Spiel wird. In unserer Aufstellung Jesper Völlatz. Aber da können wir ihm gleich mal sagen und zurufen, lieber Christian Hock, dafür sind immer noch die 11 Personen zuständig, die auf dem Rasen stehen für den SVW in Wiesbaden. Auf der anderen Seite dann für Waldhof Mannheim. Wir haben aber die besten Voraussetzungen. Es gibt etwas, was beide Mannschaften haben und was der FC Bayern München, der Große, nicht hat, der da neidisch drauf schaut. Nämlich beide Teams sind noch ungeschlagen. Das können die Bayern nicht mehr von sich behaupten. Der SVW in Wiesbaden hat sogar noch eine bessere Bilanz. Der hat dreimal unentschieden gespielt, aber auch einmal gewonnen. Der SV Waldhof Mannheim hat das Kunststück hinbekommen und viermal aufgetreten, viermal unentschieden. Das sind 4 Punkte aus 4 Spielen. Das klingt toll, aber ist natürlich auch zu wenig, wenn man dann irgendwann auch mal sich positionieren will in dieser Liga. Im Training Jesper Völlatz, nun der Mann für die Viererabwehrkette des SV Waldhof Mannheim. Der hat sich ja eigentlich kaum was geändert in den 5 Pflichtspielen inklusive des Pokalspiels gegen Freiburg. Da hat er mal die beiden Außenverteidiger ausgewechselt. Ansonsten Glöckner. Und da haben wir die Akteure des SVW in Wiesbaden. Ganz eng beieinander, das dürfen Sie, Sie haben es gehört von Heiko Neumann. Die haben natürlich alle mehrfach den Corona-Test, ja soll man sagen, bestanden, auf jeden Fall absolviert, alle negativ. Und da kommen die Gäste vom SV Waldhof Mannheim. Aktuell sind sie Tabellen 13. Der SVW in Wiesbaden ist 9. Warum 9? Sie waren gestern noch 10. Ganz einfache Erklärung. Da gab es ein Fußballspiel, das Magdeburg gewonnen hatte. Und deswegen ist WN Wiesbaden um einen
Platz nach vorne gerückt, ohne dass sie überhaupt etwas machen mussten. Das andere, was jetzt geleistet werden muss, das ist heute natürlich die Aufgabe. Der SV Waldhof Mannheim mit einem Torwart und der heißt natürlich Jan-Christoph Bartels. Natürlich sage ich deswegen, weil es gab einen Dreikampf im Kasten der Waldhöfer und den hat er dann ziemlich überzeugend für sich entschieden. Da gab es ein bisschen böses Blut. Natürlich, es ist eine Konkurrenzsituation da, wenn es nur eine Position zu bekleiden gibt und das ist nun mal beim Torwart der Fall, dass die anderen beiden, die dahinter stehen, nicht sonderlich glücklich sind, sondern dass die natürlich sagen, Freunde, da gucken wir mal genauer hin. Ich weiß nicht, ob da Missgunst dann im Spiel sein müsste. Das glaube ich nicht, da sind sie Sportsleute genug. Aber es wird genau hingeschaut, wenn er dann mal vorbeigreift, der Jan-Christoph Bartels, oder ein bisschen unsicher da steht, dann sind die anderen beiden natürlich da im Hintergrund hellwach. Sie sehen es, der Gast aus Waldhof, aus Mannheim, in Weiß und Bartels, der Torhüter, ganz in Gelb und der SVW in Wiesbaden in viel Schwarz und ein bisschen Rot. Und der Torhüter, Tim Boss, der ist in Signal Orange unterwegs. Beide Teams haben einen relativ dünnen Kader, 25 jeweils auf beiden Seiten. In dieser dritten Liga, da gibt es gar keine Frage, ist die Kadertiefe extrem wichtig. Zum Beispiel unter Haching, die haben 38 Spieler zur Verfügung. Schauen Sie mal, wenn die beiden zusammenpacken hier, dann sind es gerade mal 50. Das war übrigens das große Hallo zwischen den Kapitänen. Christiansen auf der Seite von Waldhof Mannheim. Und leider der Kapitän, der standesgemäß natürlich für den SVW in Wiesbaden am Start normalerweise ist, Sebastian Rofzar. Gute Besserung, der laboriert immer noch an seiner Kniegeschichte. Der hat 3 Kreuzbandrisse in seiner Karriere hinter sich bringen müssen, durchackern müssen, durchleben müssen. Und jetzt ist das Knie wieder angeschlagen. Aber er kommt zurück, da bin ich ganz sicher. Der Mann hat Nehmerqualitäten und wird ganz sicher, deswegen geht der Gruß auch raus, hier jetzt HR-Fernsehen schauen und seinen Jungs die Daumen drücken. Das ist Tim Boss. Eine echte kölsche Jung, geboren am Rhein in Köln. Und das ist ein interessantes Zeremoniell. Schauen Sie mal hier, da! Da ist ungefähr genau die Mitte vom 5-Meter-Raum. Guter Fixpunkt für ihn, dass er sich nachher orientieren kann, wenn denn der SV Waldhof Mannheim seine Angriffe Richtung SVW in Wiesbaden setzt. Wir warten auf den Anstoß. Der sollte vor 2 Minuten schon eigentlich geschehen sein. Anstoß hat der SV Waldhof Mannheim. Lange Konzentrationsphase, das ist der Ball, das ist das Sportgerät, das ist das Spielgerät, das hoffentlich häufiger mal Kontakt mit dem Netz hat. Dann haben wir hier meistens nämlich ein schönes Spiel. Lieber Herr Schiedsrichter, jetzt haben wir 3 Minuten nach offiziellem Beginn. Sollte mal langsam stattfinden das Ganze, jetzt haben wir es. Anstoß, SV Waldhof Mannheim. Schauen Sie mal, da sind 2 Stürmer, die gleich rauslaufen auf der Seite des SVW in Wiesbaden. Das heißt also, Tietz und Wurz sind die beiden, die da vorne für Gefahr sorgen sollen. Jedes einzelne Wort ist natürlich deutlich zu verstehen. Das liegt in der Natur der Dinge der heutigen Partien ohne Zuschauer. Ist zwar ein bisschen niederschmetternd und deprimierend, auf der anderen Seite gibt es uns das immer wieder die Gelegenheit, mal zuzuhören, wenn denn was kommt von der Trainerbank, zum Beispiel von Rüdiger Rehm, dem Trainer des SVW in Wiesbaden, der jetzt im Angriff ist. Und wir können uns mal darauf einstimmen, WN Wiesbaden hat eine Chance, wenn sie die Kette der Waldhöfer unter Druck setzt. Warum? Weil hier spielt die, sagen wir nicht schlechteste, aber die Defensive, die am meisten zugelassen hat. Das ist die vom SV Waldhof Mannheim. 8 Gegentore schon kassiert in 4 Partien. Vor allem in der Innenverteidigung sind sie sehr wackelig gewesen. Das hat sich jetzt ein bisschen verbessert, weil Verlat, einer der standesgemäßen Innenverteidiger, wieder die Position bezogen hat. Bin ich mal gespannt, ob der SVW in Wiesbaden da eher durch die Mitte oder über die Außen kommt. Aber jetzt kommt erstmal Waldhof Mannheim mit der ersten Gelegenheit gedreht und drin ist er! Das ging schnell. Josef Boyamba und das ist sein Saisontreffer Nummer 4. Glaubst es? Wer kennt noch Gerd Müller? Alle Hände hoch. Jawohl, das war ein Müller-Tor im 16-Meter-Raum. Angenommen, gedreht und rein damit. Frustrierend natürlich das Erlebnis hier für den Keeper des SVW in Wiesbaden. Keiner nah genug bei ihm, fast vom 11-Meter-Punkt. Starkes Tor, aber auch nicht gut verteidigt hier.
Da hätte zum Beispiel Mockenhaupt näher an Boyamba stehen müssen. Sei es drum, 0:1. Das ging fix. 120 Sekunden gerade gespielt. Und zum ersten Mal jubelt der Gast. Interessante Situation jetzt. Wie kommt der SVW in Wiesbaden mit so einer Geschichte zurecht, so früh hinten zu liegen? Spiel mit Viererkette, mit Kempe, Medic, Mockenhaupt und Kastens auf der rechten Seite. Der Ball kommt und jetzt nachsetzen. Den zweiten Ball, das hat Christian Hock und das hat auch natürlich Rüdiger Rehm immer wieder gesagt, den müssen wir haben. Gerade wenn es gegen die Waldhöfer geht, dann haben wir eine Chance, weil die eben da hinten immer noch sehr unsortiert erscheinen. Das gibt erstmal, gehen wir vom Sportunterricht mal in den Kunstunterricht, gibt es schon eine Grundfarbe? Nein, gibt es noch nicht. Also der gelbe Karton bleibt stecken, obwohl dieses gestreckte Bein eben von Hamza Sagiri. Gut, wir sind in der Anfangsphase, aber da hätte man auch gelb ziehen müssen. Hat den Schlappen draufgehalten, sei es drum, Freistoß für den SVW in Wiesbaden. Moritz Kuhn oder Gianluca Korte. Entweder mit rechts oder mit links. Jetzt wissen wir es, es ist Kuhn mit rechts. Ball kommt. Und er war gar nicht so leicht zu halten für Jan-Christoph Bartels. Ich unterstelle mal, da hat er ganz spät erst Sicht auf das Geschehen gehabt. Nochmal. Ja. Und dann hat er ihn sicher. Schon wieder der SVW in Wiesbaden, der taktisch jetzt auch herausgefordert ist. Abwarten ist er jetzt gar nicht mehr. Und ich glaube, die Jungs von Rüdiger Rehm haben das auch sehr schnell begriffen, versuchen jetzt zumindest das Heft des Handels so in die Hand zu nehmen, dass auch mal ein langer Ball vielleicht ankommt. Ja, schönes Ding. Jetzt direkt weitergespielt, aber das ist dann zu optimistisch auf Kuhn. Aber der holt sich den Ball nochmal. Moritz Kuhn. Ja, und Sie haben es gehört, schieb vor. Das war natürlich die Anweisung von der Bank vom SV Waldhof Mannheim, von Patrick Glöckner. Taktisch natürlich klar, wenn Waldhof Mannheim sich jetzt zu weit nach hinten stellt, dann laden sie den SVW in Wiesbaden ein. Glück, dass Kempe da den Ball behält, das war etwas schlampig angenommen. Und der Mann, der eben den Fuß rausgestreckt hat beim SVW in Wiesbaden, das war Gianluca Korte, ehemaliger Mannheimer. Über 4 Jahre hat er gespielt für den SV Waldhof, hat alle Rückschläge eben, aber auch den Aufstieg mitgenommen. Ist nicht ganz im Frieden geschieden vom SV Waldhof Mannheim. Fühlt sich pudelwohl beim SVW in Wiesbaden und sagte jetzt also 100 Kilometer pendeln jeden Tag. Und nochmal 100 Kilometer zurück von Mannheim nach Wiesbaden. Das mache ich nicht. Ich suche mir eine Wohnung. Das ist dann auch die professionell richtige Einstellung. Wenn schon, dann eben auch ganz. Tim Boss gilt als sehr guter Fußballer in der Zunft der Torhüter. Deswegen kann man den auch wunderbar einbauen. Das machen die Bayern. Wir haben es eben angesprochen, natürlich. Mit Manuel Neuer genauso. Und so ein bisschen ist es das Vorbild im Kleinen, dass man eben den Torhüter mit einbezieht und der vielleicht auch mal einen Angriff mit aufbaut. Foul, Freistoß für den SVW in Wiesbaden. Nach dieser Attacke gegen Marc Leiss. Also dafür, dass 0 Zuschauer da sind, ist es doch angenehm laut hier. Klingt sogar ein bisschen nach Fußballstadion. Finde ich gut, dass hier alle sich engagieren für ihren jeweiligen Verein. Da ist jeder Auswechselspieler, jeder Betreuer, jeder Masseur gefragt. Und dann ist es auch so, dass da auch alle dann sich lautstark bemerkbar machen. Das ist der Torschütze. Das ist Boyamba. 4-mal schon getroffen im 5. Auftritt. Natürlich hat Rüdiger Rehm gewarnt vor ihm, aber das eine ist, was du aussprichst und das andere ist dann, wie es umgesetzt wird. Und da war Mockenhaupt doch einen Schritt mindestens zu weit weg vom Torschützen, gleich zu Beginn dieser Partie.
Oh, das war ein Ballverlust von Korte an der falschen Stelle. Gut, dass das nochmal zurückgepfiffen wurde. Im Spielaufbau an der Mittellinie den Ball zu verlieren, das kann auch ganz schnell mal nach hinten losgehen. Zum Glück hat der Schiedsrichter diese Aktion dann aber unterbunden. Neuaufbau SVW in Wiesbaden. Hat natürlich auch reichlich Zweitliga-Erfahrung. Die Waldhöfer aus Mannheim übrigens, erinnern Sie sich noch, die schon auf der Welt waren. Da gab es Alfred Schön, es gab Fritz Walter, es gab Klaus Schlappner. Das war Mitte der 80er Jahre, 83 aufgestiegen, dann kurzfristig mal die Bundesliga gerockt. Die Waldhöfer, das ist natürlich ein Nektar, von dem kann man zehren. Da kann man sich mit Fug und Recht Traditionsverein nennen. Aber auch was der SVW in Wiesbaden hier mittlerweile hingelegt hat im deutschen Profifußball, das ist nicht nur immer Plastik oder so, nee, das ist auch sehr emotional mittlerweile. Und die haben schon, wie sagt man das immer so wenig poetisch, ihre Duftmarken im deutschen Profifußball gesetzt. Jetzt kommt der SV Waldhof Mannheim, aufpassen in der Mitte, da lauert ja schon wieder der Torschütze, lauert schon wieder Joseph Boyamba, diesmal haben sie besser aufgepasst, aber raus muss der Ball jetzt noch. Man kann es spielerisch lösen oder man kann ihn einfach wegschlagen. Der SVW in Wiesbaden hat sich jetzt fürs Letztere entschieden. Keine gute Idee. Damit bleibt Waldhof Mannheim im Ballbesitz. Gut abgejagt hier von Korte. Jetzt links schicken, das wäre so eine Idee. Da ist er wieder, links der Korte. 1 gegen 1 gegen einen ehemaligen Kollegen. Dann kommt noch einer dazu. Und dann ist es auch zu viel für Gianluca Korte. Ja, bisschen Kakophonie, aber manche Sachen hört man dann doch raus, wenn alle gleichzeitig was rufen. Ruhig, ruhig, ja, das ist wohl von Rüdiger Rehm gewesen. Ruhig und jetzt nicht hektisch nach vorne laufen und bloß kein Foul jetzt produzieren in der Nähe des 16-Meter-Raumes. Schon wieder die Waldhöfer, die gefallen mir in dieser Anfangsphase besser als die Gastgeber aus Wiesbaden. Es war das Problem in der vergangenen Zweitligasaison, als sie abgestiegen sind. Das war vor allen Dingen hinten die Deckung. Die haben sie stark verbessert. Nur 2 Gegentore zugelassen in den ersten 4 Spielen. Aber jetzt, nach 2 Minuten, kam das dritte hinzu. Und das tut weh, das sehen wir jetzt, nachdem wir 10 Minuten absolviert haben. Einwurf SV Waldhof Mannheim. Das ist Rüdiger Rehm, der feuert seine Mannschaft an. Ich sag immer, der markanteste Mittelscheitel der gesamten dritten Liga, vielleicht des gesamten deutschen Profifußballs. Und das ist der Keeper von Mannheim, Jan-Christoph Bartels. Hat auch einen guten Friseur. Ja, Schiri hebt die Hand. War wohl kein Abseits, sondern geschoben, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Offensivfoul. Von Wurz gekommen vom SV Darmstadt 98, war da auch nicht mehr zufrieden. Ist beim SVW in Wiesbaden, ich glaube, auch sehr gut angekommen. Hat ja zum Beispiel beim Sieg gegen Viktoria Köln gleich einen Doppelpack abgeliefert. Und daran wird ein Stürmer nun mal gemessen, wenn er kommt. Dann darf er sich erst mal gewöhnen. Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite freut man sich umso mehr, wenn er denn gleich zündet, wie es dann der Johannes Wurz gemacht hat. Das ist wieder Korte. Der nimmt sich zu viel vor, finde ich, gegen seine ehemaligen Kollegen. Der brennt hier vor Ehrgeiz, aber vergisst so ein bisschen auch den Kopf mal zu heben und dann den Ball schneller zu verteilen. Und was wir auch sehen, ist, der SVW in Wiesbaden versucht es seltener durch die Mitte, was sich vielleicht anböte, weil eben die Innenverteidigung so lange gewackelt hat bei den Mannheimern. Das ist übrigens der Trainer. Das ist Patrick Glöckner. Das ist fast ein Laufsteg, den der SV Waldhof Mannheim da an seiner Bank hat. Und zwar ist der Glöckner Model für, sagen wir mal, Herrenutensilien jeder Art, also was Gerüche ausmacht, Parfum
Aftershave, so etwas. Seine Lebensgefährtin, ebenfalls Model. Und der Jochen Kienz, der sportliche Leiter, der hat auch Modelqualitäten an den Tag gelegt bei seinen Zeiten noch beim FC St. Pauli. Also, da ist manchmal der grüne Rasen auf dem roten Teppich. Da fühlt man sich manchmal wie bei Germany's Next Topmodel. Wir sind wieder fußballerisch aktiv und schauen, wie der SV Waldhof Mannheim sich jetzt weiter hinten reinstellt und die Wiesbadener lockt. Bedächtiger Aufbau. Warum? Weil die Waldhöfer das Ganze sehr gut zustellen. Stehen sehr hoch. Und provozieren so Fehler vom SVW in Wiesbaden. Jetzt gut gelöst von Tim Boss, dass er in die Mitte spielt auf den freien Mann. Und der hat jetzt den Raum vor sich. Haben Sie es gehört? Gut so, fand ich auch. Da dieser Ball auf Moritz Kuhn. Immer noch wen Wiesbaden im Ballbesitz. Jetzt muss es schnell gehen. Wunderbar, Schuss und aber sowas von knapp vorbei. Das ist ärgerlich. Aber jetzt sind sie im Spiel, die Wehen Wiesbadener. Jetzt sind sie endlich mit von der Partie. Dieser Schuss von Johannes Wurz. Eben haben wir es noch angesprochen. Doppelpack abgeliefert gegen Viktoria Köln und ein bisschen mehr Glück. Und dann steht es hier nach 14 Minuten 1-1. Ein sehr lebendiges Drittligaspiel. Beide Mannschaften versuchen, Sie sehen es ja selbst, den Torwart schon direkt zu attackieren, anzulaufen, um dann schnell im Ballbesitz da vorne zu kommen. Wieder Kuhn. Wurz. Aber in letzter Sekunde vom Ball getrennt. Und jetzt kommen wieder die Waldhöfer, die natürlich dieses satte 1-0 aus ihrer Sicht im Rücken haben. Tolles Tor war das von Josef Boyamba. Keine Chance für Tim Boss im Kasten, der Gastgeber. Fällt schon auf, dass die rechte Seite bevorzugt wird. Und ich kann mir vorstellen, es liegt daran, dass sie jetzt erstmal Gianluca Korte so ein bisschen nicht anspielen. Nicht, weil sie ihn mobben wollen oder übergehen wollen, sondern weil sie gemerkt haben, die Mitspieler, der Korte ist heute richtig on fire. Der will vielleicht ein bisschen zu viel, ist ein bisschen drüber. Und deswegen sortierter Angriff, nenne ich das mal, über die rechte Seite. Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Sehr angenehme Körpersprache vom Schiri. Und wieder der Aufbau über rechts. Und wieder dieses gut so. Wenn schon keine 10.000 anfeuern können, dann doch bitteschön das gut so von der eigenen Bank. Auch das kann helfen. Und der Schuss aus der zweiten Reihe. Ich finde ein bisschen überhastet. Da wäre noch mehr gegangen. Vielleicht noch mal ein Auge für den Nebenmann. Da war ein Handspiel, das wurde eben ja gepfiffen, wie wir gesehen haben. Außen, außen, außen! Gut so. Raus, 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 alle! Ja, raus, 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 ganz deutlich von Patrick Löckner zu hören. Nicht irgendwie kommod werden da hinten und sich einrichten mit dem 1-0 auf des Gegners Platz. Gut so, Männer, gut so, weiter! Ach, das ist stark, damit zuzuhören. Das ist richtig erdig, das ist Fußball. Ja, und das hören wir eben nicht, wenn ein paar tausend Leute im Stadion sind. So haben wir dann auch noch unsere Trainerbank. Cam ist es ja nicht, aber den Sound haben wir voll drauf. Auch Jan-Christoph Bartels kann Fußball spielen. Das Vertrauen seiner Hintermannschaft sehr groß, spielen oft über ihn, um dann neu aufzubauen. One Touch ins Nichts. Gute Viertelstunde gespielt. 0-1 aus Sicht des SVW in Wiesbaden. Das ist das Team von ihm, von Dennis Kempe, der eben beim Einwurf war.
Und Waldhof lockt den SVW in Wiesbaden. Nächster Versuch, wieder über rechts, Fragezeichen. Vielleicht mal wieder den, genau, Gianluca Korte mit der 7 mit einbeziehen. Keine schlechte Idee, deswegen nochmal der Versuch auf links. Oh, das war aber sehr optimistisch. Und die Konterchance für die Waldhöfer. Gutes Gegenpressing, aber dann ist hier genau Schluss mit der Offensivaktion, weil WN Wiesbaden sich gut gestellt hat. Ja, spielen und sie spielen es gut in den 16er, wieder in den Rücken der Abwehr, wie eben beim 0:1. Und da eilt Gianluca Korte ganz mit nach hinten. Der Linksaußen des SVW in Wiesbaden, der ist wirklich überall, aber etwas unglücklich. Macht viele Meter ins Leere. Da ist er wieder und versucht den Ball zu erwischen und es bleibt beim Versuch. Aber wenn er das so weitermacht, bin ich ganz sicher, dann kommt er irgendwann in die Partie. Besser so, als sich jetzt irgendwie hängen zu lassen. Dann gibt er eher noch ein paar Meter Druck. Der Gianluca Korte. Da ist er wieder, die Rückennummer 7. Und geklärt wurde ja von Dennis Kempe. Kempe. Korte mit der Ballverlagerung in die Mitte. Und das soll weiter nach rechts gehen. Stark gemacht hier von Wurz. Und Sascha Mockenhaupt, der Kapitän, holt dann immerhin diesen Einwurf heraus. Das ist Rüdiger Rehn, dem sie weiter das Vertrauen ausgesprochen haben, obwohl er ja mit der Mannschaft abgestiegen ist. Aber ich finde es richtig, es war erstens ein sehr knapper Abstieg und zweitens, er findet den Draht zur Mannschaft. Das hört man immer wieder und es passt auch immer noch ziemlich gut mit Christian Hock, die beiden. Die sollen jetzt am liebsten natürlich wieder aufsteigen, aber das eine ist der Auftrag und das andere ist die Umsetzung. Der ist zu lang, viel zu lang. Dennis Kempe, auch wenn sie den Ball tatsächlich nochmal zurückbekommen, da hatten alle schon innerlich abgeschaltet. Dennis Kempe, 34 Jahre jung, sage ich einfach mal, 154 Mal zweite Liga. Einer der Führungsspieler hier, ganz sicher. Er ist auch körperlich ein Vorbild, fitnesstechnisch. Der achtet auf seinen Body, dass da kein Gramm zu viel ist. Und deswegen ist er eben auch immer noch so fit, der Mann auf der linken Seite. Super Kombination, wieder Gefahr. Und dann Signal vom Schiri. Ja, Protest vom SV Waldhof Mannheim. Ball war wohl schon im Aus. Haben wir kurzfristig mal zwei Bälle auf dem Rasen. Hier nochmal und da ist er. Ne, dann ist er einfach da im Aus und deswegen Eckball für den Waldhof. Für die Puwe vom Waldhof. Ball kommt gut. Und jetzt müsste es der SVW in Wiesbaden mal konzentriert schnell machen und nicht einfach so nach vorne spielen. Von Korte der Fehler. Jetzt mal sortieren, Gianluca Korte. Jetzt mal schauen, wo ist der Nebenmann? Und nicht wieder der schnelle Ballverlust. Und genau das passiert. Ja, die Umschaltbewegung, die fehlt noch tatsächlich beim SVW in Wiesbaden. Das ist noch zu hektisch. Da denken sie noch nicht zu schnell genug um von jetzt noch verteidigen und dann aber sofort den Konter setzen. Da ist noch viel Arbeit für ihn, für Rüdiger Rehm. Und links, das ist Christian Hock, der uns ja versprochen hat oder uns gewünscht hat, dass wir hier ein schönes Fußballspiel sehen. Und das ist es tatsächlich. Sehr ansehnlich, natürlich mit dem falschen Ergebnis für den SVW in Wiesbaden. Die Mannheimer freuen sich über ein tolles Tor von Josef Bojamba.
Kein Problem für Tim Boss, den Kölner, der ja auch in Köln noch einen Vegan-Shop hat. Also da kann man so, wie heißt es, Juicery, man kann da so saftähnliche, Wackelpeter-ähnliche Getränke und kleine Desserts zu sich nehmen. Also die einen machen eine Modelkarriere, die anderen haben noch ein Standbein in der Gastronomie. Wir sind in der dritten Liga und nicht in der Fußball-Bundesliga. Nur mal so ein Vergleich. Also der Etat von Waldhof Mannheim, der beträgt so circa 5 Millionen Euro. Also das heißt nicht der Etat, sondern der Wert aller Spieler, aller 25 Spieler, ungefähr 5 Millionen Euro. Das wäre so eine Vergleichsgröße. Sebastian Rode, Ketro Willems von der Eintracht, die kosten alleine schon so viel. Und der SVW in Wiesbaden, der hat 7 Millionen roundabout zur Verfügung. Also das heißt 7 Millionen kosten alle Spieler zusammen. Das wäre dann ein Dominik Kohr. Auch Eintracht von vier. Nur mal so, Fußball ist ein Geschäft natürlich und Fußball leidet gerade sehr. Aber es geht schon vor der Corona-Krise längst nicht allen Vereinen nur goldig. Und jetzt natürlich haben sie alle miteinander zu knapsen. Und wir ja auch alle mit. Ja, sie wollen weiter den SVW in Wiesbaden locken, ganz klar zu sehen. Und wenn da kein W in Wiesbadener kommt, dann haben sie auch mal gar keine Probleme, das Tempo zu verschleppen, die Waldhöfer. Wieder schöne Ballstaffette da über die linke Seite. Es fällt auch auf, dass links bevorzugt angespielt wird bei den Waldhöfern. Und somit spielt sich alles eigentlich auf einer Seite ab. Hier nochmal schönes Tackling vom SVW in Wiesbaden. Und zwar von Jakov Medic. 0:1, 25 Minuten gespielt. Herzblut auf beiden Seiten. Keiner von beiden hat bisher ein Spiel in dieser Saison verloren. Das soll natürlich auch so bleiben. Die besseren Karten zurzeit beim SV Waldhof Mannheim, weil die 1-0 führen und weil auch eine gewisse Statistik natürlich auch für sie spricht. Der SVW in Wiesbaden konnte noch nie gegen die Waldhöfer gewinnen. 2 Unentschieden, 3 Niederlagen, das ist die Bilanz. Da können sie doch heute endlich mal was draufpacken, was dann vielleicht das Ganze etwas positiver gestaltet. Aber schon wieder kommen die Waldhöfer. Variabel, diesmal ist wieder die rechte Seite dran. Wien Wiesbaden steht da kompakt, haben gelernt aus dem 0:1. Näher dran an den Leuten, haben auch danach wenig zugelassen, bis gar nichts. Und jetzt den Ball abjagen und umschalten. Das wäre die Idee. Freistoß, klares Foul von Johannes Wurz. Deswegen Freistoß, Waldhof Mannheim. Beschwert sich auch nicht Wurz. Hier kommt er einfach zu spät und trifft dann den Kapitän der Waldhöfer, trifft dann Christiansen. Freistoß schon ausgeführt. Sie ziehen es weiter sehr auseinander. Haben gemerkt, dass wir in Wiesbaden vor allen Dingen in der Anfangsphase da ja verwundbar waren. Einwurf Schwarz, sehe ich genauso. Einwurf SVW in Wiesbaden. Kempe. Der Methusalem, nee, das ist eine Beleidigung. Der Mann, der immer noch so fit ist mit seinen 34 Jahren. Und das Spiel von da hinten raus gestalten soll. Ja, Ball runterholen und schnell machen. 1-gegen-1 Situation suchen, warum nicht? Vom Kapitän von Sascha Mockenhaupt. Jetzt nachrücken, dranbleiben, draufgehen. Die Idee ist gut. Allein Einwurf für die Gäste, für die Herzbuwe, wie sie sich selbst nennen. Die Männer aus der Quadratstadt. Wenn man von oben raufschaut, dann sieht es aus wie ein
Mathematikpapier. Tja, und die Quadratur des Kreises, die hat jetzt der SVW in Wiesbaden. Wie schaffen wir das 1:1, ohne zu weit zu öffnen, weil dann sind die Waldhöfer, sehen wir, gefährlich. Wieder Freistoß, Foul von Kempe. Mehr habe ich doch gar nicht gemacht. Ja, er hat so einen athletischen Körper und sagt, ich habe ihn doch nur reingestellt, mein Körper. Lieber Schiri, das reicht doch nicht für einen Freistoß. Ich bin da auf der Seite vom Schiedsrichter. Natürlich hat er sich da aufgestürzt. Das war nicht unterbaut, das war aufgestürzt und dann nochmal nachgearbeitet mit dem rechten Arm. Geht schon in Ordnung. Aufpassen, SVW in Wiesbaden. Gefährliche Situation auf den zweiten Pfosten, auch immer gefährlich. War das Abseits? Ja, durchatmen, SVW in Wiesbaden. Freistoß, Neuaufbau. Eine gute Viertelstunde, 0:1, zu wenig für die eigenen Ansprüche. Sie sind hier leicht favorisiert in die Partie gegangen. Die Rolle haben sie auch angenommen, jetzt liegen sie 0:1 hinten. Und jetzt müssen sie etwas mehr nach vorne bewegen. Das sieht alles gut aus im Spielaufbau. Was fehlt, sind die dicken Chancen. Und das liegt einfach daran, dass die Waldhöfer es wirklich gut zustellen hier. Immer wieder der Sicherheitspass, der Rückpass, dann Querpass. Kein Raumgewinn des SVW in Wiesbaden. So ist das vorbildlich, was die Waldhöfer machen. Und vielleicht mal vertikaler spielen, das heißt mehr durchstecken und nicht so über die Außen. Das wäre so eine Variante, von der wir am Anfang schon gesprochen, für den SVW in Wiesbaden, um mal die Innenverteidigung zu beschäftigen. So, das ist Korte. Und wieder gegen drei, gegen seine drei alten Kollegen. Und wieder der Ballverlust. Und dann wird es gefährlich. Garcia variiert mal, spielt nicht nach außen, sondern in die Mitte. Wieder Garcia. Und WN Wiesbaden rennt einmal mehr hinterher. Schöner Chip. Jetzt auf rechts weiter und die Tür ist wieder offen. Aber sie stehen jetzt zu zweit da, die WN Wiesbadener. Das ist gut so. Und jetzt den Laden dicht machen und nicht noch umspielen lassen. Das darf nicht passieren. Mann, sagt sich da Tim Boss, sicherlich auch, der Torhüter. Wie kann denn die Kugel da noch durchrollen, wo ihr zu zweit da seid? Das kann auch Rüdiger Rehm nicht gefallen. Ist auch nicht so vorgesehen. Viele Unsortiertheiten, wenn es das Wort überhaupt gibt, bei seiner Mannschaft. Aufgestürzt, Freistoß, SVW in Wiesbaden, keine Frage. Vor, laut zu hören, vor, und zwar jetzt mal in die Richtung des Mannheimer Tores. Auch da geht es wieder hinten rum. Das reicht dann nicht, wie in Wiesbaden. Mannheim kann sich wieder stellen, rückt jetzt wieder nach und der Ball geht wahrscheinlich, endlich mal nicht zu Torhüter Tim Boss, sondern sie halten ihn jetzt im Spiel. Aber dann ist er doch wieder da. Das ist dann zu wenig. Das ist nicht überraschend genug. Jetzt mal durch die Mitte. So eine Idee. Da haben sie doch zwei sehr starke Stürmer mit Philipp Tietz, der hier Manuel Schäffler beerben will. Die Legende, kann man schon fast sagen, vom SVW in Wiesbaden. Da ist er, der Tietz, mit dem Foul. Tja, das sind große Schuhe, in die er da muss. Schäffler, 3 Jahre, 63 Tore erzielt, unfassbar. Aber immerhin hat Tietz auch schon ein wichtiges Tor geschossen für den SVW in Wiesbaden. Und zwar beim 1:0-Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Heidenheim. Da war sein Treffer entscheidend, dass der SVW in Wiesbaden in die zweite Runde kam. Aufpassen, Tim Boss. Ja, der ist aufmerksam. Hellwach heißt nicht nur Boss, sondern ist das hinten auch ganz schnell geworden in der Abwehr der Gastgeber. So, und wieder der bedächtige Aufbau.
Ballsicherung immer noch erstes Gebot. Finde ich, ist ein bisschen zu wenig. Und dann der Fehlpass. So machen sie die Waldhöfer, so machen sie seine Mannschaft stark. So, und wieder Kuhn geblockt und deswegen Eckstoß SVW in Wiesbaden. Wenn du spielerisch nichts hinbekommst, dann such mal nach einer Standardsituation. Mag sich jetzt auch Kuhn gedacht haben. So, der hat jetzt viel Zeit zu überlegen, weil da noch eine kleine Verletzungspause ist. Erstmal die Stutzen hochgezogen. Konzentrieren. Sie hören mal, jetzt da sprechen die miteinander, ja? Da wird nochmal eine und andere Situation durchgesprochen. Wie war das eben? Das sind Spieler, die wir da hören, nicht nur Betreuer, nicht nur Trainer. Unter Druck setzen, solche Dinge. Das ist wirklich spannend, wenn man sowas mithört und da mal lauschen kann, Mäuschen spielen kann. Und trotzdem ist es so traurig, dass hier kein Zuschauer dabei sein darf. Aber dafür ja Sie im HR-Fernsehen. Da freuen wir uns natürlich und vielleicht sehen wir auch noch mehr als nur ein Türchen und dann noch aus hessischer Sicht für die falsche Mannschaft, für Waldhof Mannheim. Aber das war ein klasse Tor, das kann er einschicken. Und zwar bei der ARD mal vorstellig werden, Tor des Monats, Oktober, Josef Boyamba, warum nicht? So, alles wieder okay. Pass auf den Rückraum auf. Das ist eine Anweisung gewesen. Natürlich, Rückraum heißt in dem Fall zum Beispiel Gianluca Korte mit der 7. Der steht da im Rückraum. Vielleicht kommt die Ecke ja mal an den 16er. Das wäre so ein überraschender Ball. Kuhn, was macht er? Kurz? Nee, auf den ersten Pfosten. Kopfball! Und der war richtig gut von Jakob Medic, wenn ich es richtig gesehen habe. Dem Innenverteidiger, aber auch klasse pariert von Jan-Christoph Bartels. Gutes Timing hier, toller Kopfball, klasse gehalten, Eckball SV Wehen Wiesbaden. Und jetzt das Umschaltspiel der Waldhöfer. Stark, einer gegen drei, immer noch Ballbesitz Waldhof Mannheim. 2 gegen 2 und super aufgepasst. Das war Rettung in höchster Not. Und jetzt das Gegenpressing sofort umgestaltet. Das ist jetzt ein Fußballspiel, immer noch Ballbesitz. Wutz und verliert den Ball am zweiten Spieler. Das ist ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Da war sie die Chance für den SVW in Wiesbaden, mal blitzschnell zuzuschlagen. Es sind ja nur noch 10 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Vielleicht jetzt nochmal. Oh, Ballverlust an der falschen Stelle. An der 16-Meter-Raumkante. Da sind noch zu viele Liederlichkeiten drin beim SVW in Wiesbaden. Bei Tietz, Wurz und Co. Aber nicht nur bei denen, sondern eben, wir haben es ja öfter schon rausgestrichen, beim Spielaufbau hakt es auch. Das geht dort nicht schnell genug. Dass man den Torhüter einbindet, finde ich richtig, finde ich gut. Dass man jetzt wie hier Querpass spielt, auch okay mal, um sich neu zu stellen mit der Viererkette. Aber dann muss auch mal was Überraschendes passieren. Für meinen Geschmack zu viele Stationen für zu wenig Raumgewinn. Wurz, wieder der Ballverlust. Das tut mir ein bisschen leid. So ein guter Fußballer, aber hoffnungslos übermotiviert. Kann man nicht anders nennen als genau das, was es ist. Kuhn. Gute Ballverlängerung da von Tietz. Und jetzt ganz frei der Wurz. Der Wurz. Und der Wurz nichts bis jetzt. Schade. 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 Mit dem linken Fuß muss er abschließen. Aber das Tolle ist, er versucht es immer wieder. Und das ist ein bisschen mehr als nur eine 50-prozentige Chance. Wenn er da noch in der Körpertäuschung kommt, steht er ganz alleine vor dem Kasten von Jan-Christoph Bartels. So hat er ihn direkt genommen. Immerhin Eckball. Und den führt er selbst aus.
Gianluca Korte. Wurz habe ich gesagt. Korte war es natürlich. Hab ich mich verdrippelt. Kann auch passieren. Natürlich Korte, weil wir so oft über ihn reden. Ein Spieler mit der Nummer 7. Den ehemaligen Waldhöfer. Der natürlich auch mit einem riesen Rucksack hier rumläuft. Klar. Viele schauen auf ihn. Hat noch gute Kumpels. Schuster und Marx sind so seine besten Freunde beim SV Waldhof Mannheim. Mit denen telefoniert er auch häufiger noch. So lange ist er ja auch noch nicht hier in Wiesbaden. Da ist er wieder am Ball. Und hat ihn schon wieder erkämpft. Also es ist auch ein bisschen das Spiel Korte gegen seine alten Kollegen. Und wir dürfen daran teilhaben. Tja, da liegt der Torschütze am Boden, Josef Boyamba. Er ist nicht zufrieden, Rüdiger Rehm, das verstehe ich. Seine Mannschaft kann viel mehr, aber auch das müssen wir sagen. 13 Neuzugänge müssen integriert werden, 12 blieben da. Und eine ganze neue Mannschaft, plus 2 obendrauf, kam hinzu. Insgesamt wurden 22 Spieler abgegeben beim SVW in Wiesbaden. 22 Spieler, das sind tatsächlich zwei komplette Fußballmannschaften, die nicht mehr das Trikot für den SVW in Wiesbaden überstreifen. Und man macht sich auf beiden Seiten kurz vor der Pause langsam Gedanken, mal zu wechseln. Passiert aber noch nicht. Schiedsrichterball. Und weiter geht's. So, Körper reingestellt, aber trotzdem wie in Wiesbaden erstmal noch im Offensivgang. Und jetzt schnell umschalten. Aufpassen, gut aufgepasst, gut gelöst, nochmal gegengehalten. Und da ist er wieder. Unser Lieblings-Gianluca Korte. Korte. Jetzt mal zurücklegen. Ja, so jetzt gemacht und dann in die Mitte. Ah, das war's mal. So, so geht Fußball und so geht's, wenn man auch mal den Nebenmann sieht. Starker Angriff jetzt in der 40. vom SVW in Wiesbaden. Klasse Ball von Kempe da in die Mitte. Tolles Timing. Und dann haben sie Pech, dass dieser Ball dann nicht im Tor landet. Aber das ist ein Lebenszeichen vom SVW in Wiesbaden. Haben wir lange drauf gewartet. Und jetzt die letzten 5 bis 6 Minuten noch mal Alarm machen. Das wär's. Ja, Rüdiger Rehm schaut, macht sich Sorgen. Freistoß für seine Mannschaft nach diesem Foul an Patterson Chateau. Einer der beiden Staubsauger vor der Viererkette. Chateau, einen, den du immer schicken kannst. Typ Malocha, knallharter Zweikämpfer. Und sehen Sie mal, wie schnell er die Schmerzen da einfach runtergeschluckt hat. Und weitermachen. So, durch die Mitte, dann mal vertikal, das haben wir so gesagt. Und dann mal nach außen, das ist auch nicht schlecht. Und dann kommt der SVW in Wiesbaden noch jetzt deutlich besser ins Spiel. Nächste Chance, Wurz. Und nochmal. Und das ist wirklich einfach auch ein bisschen Pech. Ah, da ärgert er sich aber vollkommen zurecht, Johannes Wurz. Klasse Aktion vom Mann, der vom SVW in Wiesbaden, vom SV Darmstadt 98 zum SVW in Wiesbaden kam. Also jetzt mittlerweile das 1:1, doch überfällig, was Wiesbaden die letzten Minuten hier gezeigt hat. Das ist richtig stark, vielleicht belohnen sie sich noch, zumindest mit dem Ausgleich. So, der Ball ist für den Torwart, nachsetzen. Ah, das war dann zu unbedacht durchgesteckt von Marc Leis. Aber so könnte es gehen. So, diese Bälle spielen. Schnell und dann erster Versuch, super gemacht, mit dem linken Fuß hingelegt, richtig hingelegt von Johannes Wurz auf seinen starken linken. Unser Ball! Ja, super Aktion, leider nicht mit einem Tor belohnt. Offiziell noch 3 Minuten, ich bin sicher, der Schiri packt noch ein bisschen drauf.
weil ein Tor gefallen ist, weil einige Spieler auch am Boden gelegen haben, verletzungsbedingt. Und es kommt nochmal der SV Waldhof Mannheim. Und da bin ich sicher, die werden den Ball nicht nach vorne spielen zwingend. Die werden Freistöße rausholen wollen, Standardsituationen provozieren, damit die Uhr einfach jetzt gen Halbzeitkabine tickt. Das war wirklich nicht viel, sagt auch Rüdiger Rehm. Also Freunde, das ist doch durchschaubar, was jetzt die Waldhöfer davor haben, unseren Spielfluss zu unterbinden. Schiedsrichter hat entschieden, Freistoß, SV Waldhof Mannheim, und nochmal aufpassen. Nochmal alle sieben Sinne beisammen haben. Zu lang, zu weit. Zu Tim Boss. Viel Zeit haben sie jetzt nicht mehr im ersten Durchgang. Direkt gespielt, gute Idee. Einwurf wie in Wiesbaden, schnell ausführen das Ganze, richtig so. Bisschen ins Risiko gehen, ja, dann kann auch so ein Ballverlust mal passieren. Natürlich. Aber das sieht jetzt richtig gut aus, was sie, sagen wir mal, die letzten 8-9 Minuten hier zu Hause zeigen. Das ist die richtige Haltung, wenn du 0-1 hinten liegst und wenn du das Spiel, ja, sind wir ganz ehrlich, eigentlich gewinnen willst. Gewinnen will man jedes Spiel, aber vielleicht sogar musst, weil ein Dreier zu Hause gegen einen Aufsteiger des letzten Jahres, nicht dieses Jahres, Mannheim, das müsste drin sein, haben auch alle Wien Wiesbadener vorher gesagt. Waldhof Mannheim ist schwer zu spielen, aber da hinten sind sie anfällig. Die anfälligste Defensive der Liga, auch wenn jetzt einige Verletzte zurückgekommen sind. Zum Beispiel ist das ja Verlat, der da in der Innenverteidigung wieder einen super Job macht. Aber trotzdem muss da mehr gehen, wenn eine Mannschaft in 4 Spielen schon 8 Gegentreffer zugelassen hat. Und das spielt in die Karten der Waldhöfer. Nochmal Einwurf Weiß. Und jetzt werden sie die Zeit runter ticken lassen. Haben Sie es gehört, Schiri, du weißt, ne? Das war ein Hinweis von einem Wien Wiesbadener Spieler. Du weißt, du musst noch ein bisschen nachspielen lassen. Du kannst jetzt nicht nach 45 Minuten hier abpfeifen. Dafür ist zu viel passiert. So, kein Handspiel. Alles sauber. Wieder Korte. Korte. Und Einwurf, Schwarzeinwurf, SV Wien Wiesbaden. Direkt gespielt. Das war geschoben. Das war gefoult, trotzdem bleibt da am Ball. Gut gemacht, gut durchgesetzt. Abseits. Ja, schade, abseits. Moritz Kuhn. Ziemlich deutlich. Eine Minute Nachspielzeit, haben Sie es auch gehört. Das ist wohl das, was gerade eben gesagt worden ist. Ja, plus eins sehen wir auch. Also wir haben hier mehrere Mitkommentatoren. Das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man dann zuhören kann, was sich da am Spielfeldrand und auf dem Spielfeld so zuträgt. Oh, jetzt kein 0-2 fangen. Das wäre bitter, ganz bitter. Jetzt aufpassen, SVW in Wiesbaden. Schon wieder die Drehung. Und da haben sie diesmal den Fuß zwischengestellt, bevor Boyamba da abziehen kann. Das war Moritz Kuhn. Und natürlich will Boyamba jetzt einen Eckstoß. Habe ich auch so gesehen. Aber was ist es denn jetzt? Geht hin und her. Schiri-Assistent zeigt wahrscheinlich Eckball. Schiedsrichter sagt kein Eckball. Ja. Eigentlich darf der Schiri ihn überstimmen, aber jetzt hat er sich dann doch dem Urteil seines Assistenten gefügt. Und deswegen gibt es hier nochmal, hier nachdem auch der Fuß ja, von Kuhn wohl dran ist, einen Eckstoß für die Gäste. Das wird die letzte Aktion sein. Ist der Torwart mit vorne? Nee, trauen sie sich noch nicht. Hätten sie machen können, weil jetzt ist Schluss, erste Halbzeit vorbei. 0-1, starkes Spiel in den letzten 10 Minuten für den SV Wien Wiesbaden. Besserer Beginn für Waldhof Mannheim. Heiko Neumann, bitte. Halbzeitstand in der Blitzarena zwischen unserem SV Wien. Ja, vielen Dank, Sven Litzenberg. Ja, Christian Hock, der Sportdirektor des SV Wien Wiesbaden, hat sich ein schönes Spiel gewünscht. Das ist es durchaus geworden, aber wie gesagt, das Ergebnis stimmt noch nicht. Und jetzt warten wir mal, der Christian ist schon auf der Anreise hier zu uns. Er wird sicherlich jeden Moment da sein. Kommt noch, braucht noch 20 Meter etwa. Und dann werden wir natürlich nochmal die wichtigsten Szenen hier durchgehen aus diesem ersten Durchgang. Haben dann noch ein sehr schönes, längeres Porträt über eben diesen Sportdirektor mit richtig tiefen Einblicken hinter die Kulissen.
was denn so der Alltag ist von einem solchen Mann wie Christian Hock. Und da ist er schon. Christian, ein schönes Spiel haben sich gewünscht, das ist es durchaus geworden, aber zack, das Ergebnis. Total falsch, ne? Ja, wobei wir ganz klar sagen muss, die ersten Minuten haben wir komplett verschlafen. Mannheim war da hellwach. Wir sind jetzt die letzten 20, 30 Minuten wesentlich besser ins Spiel gekommen, haben, glaube ich, auch die Dominanz im Spiel, haben die klaren Chancen. Mannheim ist nach vorne, aber trotzdem immer wieder mit Content sehr, sehr gefährlich. Und für uns geht es einfach darum, schnellstmöglich jetzt nach der Halbzeit einen Ausgleich zu machen und dann das Spiel noch zu drehen. Beim 0-1, was ist da schiefgelaufen? Schon eigentlich ab der Mittellinie an, wenn so ein Spiel so losgeht, ist es Katastrophe eigentlich, ne? Ja, wir waren in jedem Zweikampf zu spät. Wir kommen dann über die rechte Seite, kann Martinovic völlig frei flanken. In der Mitte ist dann Boyamba frei. Der hat keinen wirklichen Druck, kann sich drehen um Gegenspieler und macht das Ding dann natürlich. Das wussten wir, dass er im 16er sehr, sehr gefährlich ist mit beiden Füßen. Aber da gilt es schon vorher, den Pass nach außen und auch die Flanke zu verhindern. Und das haben wir nicht geschafft und deswegen ist Waldhof da in Führung gegangen. Was macht das mit einer Mannschaft? Sie waren selber viele Jahre Spieler, selber viele Jahre Trainer. Was passiert, wenn man nach 90 Sekunden so eine Ohrfeige kriegt? Ja, da gehen natürlich als allererstes mal die Köpfe so nach unten und ja, es kommt ein schlechtes Gefühl auf. Aber man hat es gesehen, die Mannschaft hat sich dann nach und nach aus dem Sumpf rausgezogen. Wir haben ja Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht, um wirklich ins Spiel reinzukommen. Wir haben ein paar erfahrene Spieler, die dann so das Heft auch ein bisschen in die Hand genommen haben. Letztendlich fährt aber im letzten Drittel vorne die Durchschlagskraft, um dann auch wirklich Torchancen rauszuarbeiten. Johannes Wurz hat mehrfach sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht nach einer knappen Viertelstunde, aber dann eben auch gerade kurz vor Schluss. Haben Sie das Ding eigentlich schon drin gesehen in der 42., 43.? Ja, das war das sehr schön gemacht. Nochmal abgehakt, nach innen gegangen und mit dem Linken dann ins lange Eck. Aber da hat man auch gesehen, dass der Jan Christoph Bartels, der ja von uns gekommen ist zum Waldhof, dass der letztes Jahr bei uns eine sehr gute Ausbildung gekriegt hat. Hat es super gehalten, aber wir hoffen natürlich, dass wir in der zweiten Halbzeit ihm trotzdem noch ein, zwei einschenken können. Sie werden sicherlich gleich noch mal reingehen in die Kabine. Was passiert da gerade, jetzt gerade in diesem Moment? Jetzt, wo ich hier stehe, sitze ich normalerweise mit dem Trainer kurz zusammen, mit dem Trainerteam und wir sprechen über die erste Halbzeit. Und dann werden die Schlüsse daraus gezogen, die dann der Trainer mit der Mannschaft in der Halbzeitpause jetzt auch bespricht. Da werden sicher jetzt ein, zwei Sachen angesprochen, was Umschaltverhalten angeht, was Restverteidigung angeht und was natürlich auch die Qualität im letzten Drittel angeht. Gucken, ob man vielleicht noch einen Wechsel macht in der Halbzeit. Das würde jetzt normalerweise, wo ich hier stehe, drin in der Kabine passieren. Alles klar, dann wollen wir nicht mehr viel länger stören. Dann ab zum Rüdiger Rehm, ab zur Mannschaft. Beste Grüße und zwei Dinger wollen wir noch sehen von Auf euch. Auf jeden Fall, Dankeschön. Alles klar, ganz herzlichen Dank, Christian Hock. Ja, die sportliche Einschätzung, die haben wir gerade gehört. Jetzt schauen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen, gemeinsam mit Florian Nass. Und der stellt Ihnen einen Mann vor, der wirklich tatsächlich rund um die Uhr für diesen Fußball lebt.
Wir haben noch Zeit, auf die Frankfurter Eintracht zu schauen. Allerdings auf die Frauenabteilung der Eintracht. Die sind überragend in die Saison gestartet mit 2 Siegen. Dann gab es ein paar Unentschieden hintereinander. Und am letzten Wochenende hat es zum ersten Mal nicht geklappt. Niederlage gegen den SC Sand und Stefan Kiske. Das ist doch Grund genug, diese Scharte an diesem Wochenende gleich wieder auszumerzen gegen Freiburg. Wiedergutmachung war angesagt bei der Eintracht. Nach der Niederlage gegen Sand wollte das Team von Trainer Nico Arnautis gegen Freiburg wieder 3 Punkte einfahren. Freiburg erwischte den besseren Start und düpierte hochstehende Frankfurterin. Pass auf Hoffmann. Rüber zu Bürger. Und schon steht's 0:1. Lina Bürger, 3. Spielminute. Frankfurt unter Schock und trotzdem im Glück, dass Schiedsrichterin Caroline Wecker hier beim Foul von Frohms keinen Elfmeter gibt. Klare Fehlentscheidung. Erst in der 26. Minute zeigte sich die Eintracht vorm Freiburger Tor. Topscorerin Laura Freigang auf Tanja Powolek. Leichte Beute für Lena Nuding. Viel zu selten kam die Eintracht vors gegnerische Tor. Wie hier Freigang. Foul von Starke, wieder kein Pfiff von Wacker, es stand 1:1 in nicht gegebenen Elfmetern. Der Ausgleich wäre mittlerweile verdient für die Eintracht. 85. Minute, Kopf bei Nüsken, wieder gut pariert von Nuding. Die Nachspielzeit läuft bereits und diesmal gibt's den Elfmeter für die Eintracht. Stegemann mit Oberarm am Ball. Laura Freigang, wird es ihr 10. Saisontreffer? Nein, am Tor vorbei. Frankfurt verliert, wenn auch unglücklich, zu Hause gegen Freiburg mit 0:1. Ja, schade. Die 2. Niederlage also in Folge für die Eintracht Damen. Und hier beim SVW in Wiesbaden soll es natürlich nicht die allererste Saisonniederlage werden. Nach einem relativ guten Auftakt mit einem Sieg, dann auch wieder hier in Wiesbaden ein paar Unentschieden. Also da muss noch ein bisschen was kommen im 2. Durchgang an Zählbares. Und ich schaue mal gerade nach hinten. Die Ersatzspieler sind immer noch auf dem Feld, machen sich ein bisschen warm. Aber der SVW in Wiesbaden kommt jetzt schon geschlossen wieder zurück auf die Wiese hier bei knappen 10 Grad. Bestes Fußballwetter, also gleich kann es weitergehen. Und deswegen geben wir so langsam, aber sicher mal wieder ab zu unserem Kollegen Sven Litzenberg. Die 2. Halbzeit, 3. Liga, SVW in Wiesbaden gegen Waldhof Mannheim mit Sven Litzenberg. Viel Spaß. Ja, wir sehen es bei Heiko Neumann, quasi Kondom über dem Mikrofon und dann noch eine Maske über dem Mund. Das ist alles sehr, sehr vernünftig. Eben kommt der Newsflash zum Beispiel, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in freiwilliger Quarantäne ist. Wohl ein Personenschützer, der in seinem Umfeld positiv getestet ist, ist da der Auslöser. Also wir sehen, dieses Virus ist allgegenwärtig. Ronaldo hat ja auch einen positiven Befund bekommen, wenn wir jetzt über den Fußball reden. Also aufpassen, das ist das erste Gebot. Deswegen auch nur vernünftig, dass hier diese Partie, so traurig es ist, unter Ausschluss der Öffentlichkeit passiert. Also unter der Öffentlichkeit, die ins Stadion gehen kann, in die Britta Arena. Aber immerhin die Öffentlichkeit, die wir hier haben, vor dem Bildschirm, die haben wir immerhin. Und das war eben der Torschütze aus der 2. Minute. Das ist der Mann, der hier zurzeit den Unterschied macht. Bojamba, Josef Bojamba, der das 1:0 nach 120 Sekunden erzielte. Wir haben es eben mit Christian Hock noch gehabt, während die Waldhöfe jetzt wieder auflaufen und einlaufen. Der Sportdirektor, der hat 1992 bis 94 für Borussia Mönchengladbach gespielt und Jochen Kienz, der sportliche Leiter auf der anderen Seite, der war zur selben Zeit von 91 bis 94 bei Eintracht Frankfurt. Ja, tatsächlich, so ist es beim Fußball. Man begegnet sich halt irgendwie immer wieder in verschiedenen Funktionen, teilweise auch als Spieler, als sportlich Verantwortlicher, als Trainer. Und das ist dann irgendwie auch wieder eine große Familie, die einfach Spaß an ihrem Lieblingssport hat. Und der ist nun mal Fußball. So, jetzt also Stand 1:0 für die Gäste aus Mannheim. Die Gäste haben ihre Trikots, ihre Hosen, ihre Stutzen nicht gewechselt. Das heißt, die haben weiter ganz in Weiß sind sie gekleidet. Und der SVW in Wiesbaden, der ist dunkel und der ist unterwegs Richtung Tor von Jan-Christoph Bartels. Gebürtiger
Wiesbadener übrigens, der Torwart der Mannheimer. Und das hier ist die Gegentribüne. Die ist noch längst nicht fertig. Da soll noch ein Dach rüberkommen. Und dann sollen es roundabout 15.000 Menschen sein, die hier in dieses dann wunderschöne Stadion, in die Britta Arena, passen. Soweit ist es noch nicht. Und von 15.000 Leuten können wir sowieso noch nicht träumen in einem Drittligastadion. Alles noch weit weg. Liegt alles ein bisschen an uns, aber jetzt auch genug gepredigt. Ich stehe halt dazu. Aufpassen vor dem Virus. Und jetzt wieder SVW in Wiesbaden. Aufpassen vor dem, was die Offensive der Mannheimer kreiert. Erstmal rausgespielt, direkt. Vielleicht ein bisschen mehr Direktspiel, sowieso die ganz gute Idee. Das war im Ende der ersten Halbzeit. War das ganz stark. Am Anfang noch verhalten. Schauen wir mal, wie die jetzt aus der Kabine kommen. Die Wehen Wiesbaden. Ja, da, genau, die Innenverteidigung unter Druck setzen. Das ist ein probates Mittel. Und vielleicht machen sie es jetzt nochmal. Das ist Kuhn. Immer noch Kuhn. Ach, Ball zu weit vom Fuß gesprungen. Spielerwechsel bei Waldhof. Ünlüş Şifci, genau. Und Sagiri geht. Also ein Wechsel auf Seiten der Waldhöfer. Noch keiner auf Seiten des SVW in Wiesbaden. Nebenbei auch mal erwähnt, eine extrem faire Partie. Beide sind doch sehr geneigt, Fußball spielen zu wollen. Und das gefällt uns natürlich auch. Schiedsrichter pfeift Freistoß. Mitja Stegemann, 32 Jahre, aus Bonn. Und er hat einen Bruder, einen sehr berühmten, Sascha Stegemann. Der ist 35, drei Jahre älter. Und der ist seit Jahren Bundesliga-Schiedsrichter. Hat man gar nicht so selten, dass die Schiedsrichterzunft auch manchmal Familiengeschichte ist. Dass also Brüder oder der Papa und der Sohn sich so interessieren für dieses tolle Gewerbe. Da geht es nicht mehr um Klugscheißerei, um Besserwisserei oder Herr Lehrer, ich weiß was. Das ist ein sehr verantwortungsvoller und sehr, sehr interessanter Job, dass das tolle Gewerbe dann auch irgendwie Familienkultur wird. Und heute pfeift eben Mitja Stegemann. Und ich finde, von der Gestik, von all dem, was er da so macht, ist das wirklich spielberuhigend. Spielt sich hier nicht in den Vordergrund. So muss es sein. Die Herzbube führen 1:0. Viermal unentschieden in vier Spielen. 8:8 Tore. Altersdurchschnitt 24,6. Der SVW in Wiesbaden hat einen Altersschnitt von 25,4. Das ist alles noch ziemlich jung. Einige 19-Jährige auf beiden Seiten dabei. Ich habe es gesagt, der Älteste im Team des SVW in Wiesbaden. Der ist 34 und das ist Dennis Kempe. So, und jetzt kommen die Wehen Wiesbaden mit dem Kapitän Mockenhaupt, die vier. Der bietet sich gleich wieder an, das ist Kuhn. Kuhn und der unglaublich fleißige Gianluca Korte. So langsam spielt er sich in mein Herz, auch wenn er wirklich nicht viel hinbekommen hat. Er ist mit allem, was er hat, dabei. Und der Trainer Rüdiger Rehm gibt ihm auch weiter das Vertrauen, lässt ihn auf links außen weiter drin im Spiel. Auch wenn er natürlich gesehen hat, dass er hier doch mit einer Menge PS reinkommt und nur wenig davon erstmal auf den Rasen setzen kann. Eckball, SVW in Wiesbaden. Wach sein, wach sein. Das war der Torwart, glaube ich, der Waldhöfer. Wieder die Wahl der kurzen Ecke. Bis jetzt wenig Erfolg versprechen. Und das ist nochmal Eckball, SVW in Wiesbaden. Kurz, haben Sie gehört? Jetzt kurz. Nee, und jetzt die Zeit rum für kurz. Das weiß natürlich auch Johannes Wurz, deswegen gibt er diesen Ball ab. Und der gebürtige Wiesbadener Jan-Christoph Bartels, ausgebildet, Sie haben es gehört von Christian Hock, auch beim SVW in Wiesbaden. Der wechselte ja erst vor kurzem zu den Waldhöfern. Der sieht jetzt, wie sein ehemaliger Kollege Moritz Kuhn den Ball wieder auf den kurzen bringt. Und nochmal, genau. Drei Ecken, ein Elfer, sowas früher. Nee, sowas früher auch nicht, aber auf der Straße war es so. Einige werden sich noch erinnern. Und wenn der jetzt wieder auf den kurzen kommt, dann hat Kuhn ein Variationsproblem.
Immerhin. Kopfball. Philipp Tietz. Auch der hat einen schweren Rucksack zu schleppen, wenn man Manuel Schäffler ersetzen muss. Aber sie geben ihm hier Zeit und das ist richtig. Getroffen hat er ja auch schon. Ballverlust. Johannes Wurz. Aber sie wissen jetzt, wir müssen genau da weitermachen, wo wir Ende der ersten Halbzeit aufgehört haben. Dann haben wir eine Chance, hier schnell das 1:1 zu erzielen. Joseph Boyamba angeschlagen. Der Torschütze. Aber ich glaube, dass es nichts Schlimmes. Jetzt läuft da schon wieder etwas runter. Einwurf SVW in Wiesbaden. Einwurf Kapitän Sascha Mockenhaupt. Das ist wieder Kuhn. Sehr fleißig da auf der rechten Seite. Wieder Mockenhaupt. Und nochmal Mockenhaupt. Wieder auf Kuhn. Und der bringt es direkt rein. Und war da eine Hand im Spiel? Nein. Aber nochmal SVW in Wiesbaden. Und nochmal. Der Kopf zu tief, der Fuß zu hoch. Nichts von beiden, sagt der Schiedsrichter. Und lässt einfach weiterspielen. Tja. Mocki. Sascha Mockenhaupt. Riskiert hier alles. Wie übrigens auch an der Konsole. Er ist ein begeisterter E-Sports-Man. Auch in Sachen Fußball unterwegs. Unglaublich viele Facetten bei ihm. Zu Hause hängen in seinem Wohnzimmer. Trikots der verschiedenen Gegner. Natürlich nur der Best-of, eine Best-of-Sammlung. Der Rest ist woanders. Richtig guter Typ, Sascha Mockenhaupt. Auch hier und da bei Insta unterwegs. Erzählt dann seiner geneigten Fanschaft, was er dann so wieder gemacht hat. Und jetzt Doppelpass, Waldhof Mannheim unterbunden. Schnell, jetzt mal, genau, Kapitän Sascha Mockenhaupt. Langer Ball, warum nicht? Und das sieht richtig gut aus. 1 gegen 1. Wer ist da schneller? Wer ist da besser aufgebaut? Abgebrochen, neu aufbauen. Unnützer Ballverlust von Chateau. Und eben haben wir den Siebener Gianluca Korte, den Linksaußen, mal auf ganz Rechtsaußen gesehen. Mal sehen, ob das jetzt eine technische Variante und taktische Variante von Rüdiger Rehm bleibt. Oder ob er einfach nicht stillhalten kann, einfach läuft und läuft und läuft. So ein bisschen wie in der Jugend, da wo der Ball ist, da will ich auch sein. Fehlpass, völlig unerklärlich, unbedrängt. Von Chateau dieser Ball geschlagen und jetzt müssen sie aufpassen. 2 gegen 2. Und drüber das Ganze. Rüdiger Rehm. Ein Motivator par excellence. Und Excellence sagt man an dieser Stelle immer, aber das stimmt. Er kann mit Mannschaften, er kann das letzte Quäntchen rausholen. Selbst ja Profi gewesen und da, ja, ein Heißsporn. Die Farbe Rot war ihm nicht unbekannt auf einer Karte. Heutzutage kann er drüber lachen, aber tatsächlich, er hat immer alles gegeben, auch wenn er hier und da mal zu spät kam und der Schiedsrichter dann keine andere Wahl hatte. Das ist längst vorbei, jetzt ist er verantwortlich als Trainer und schaut, dass sein SVW in Wiesbaden hier ein bisschen besser in die Gänge kommt, so wie Ende der ersten Halbzeit. Gut abgelegt von Tietz. Der bietet sich sofort wieder im 16er an. Wie sagt der Rüdiger Rehm, in der Box, da müssen wir mal explodieren. Da müssen wir gefährlicher sein. Box heißt gleichzeitig natürlich 16-Meter-Raum. Und da stehen sie jetzt in der Box. Zu dritt, zu viert. Und da kommen sie dann gar nicht rein. Freistoß. Ja, und das ist dann die erste gelbe Karte überhaupt in diesem Spiel, wenn ich dann richtig mitgezählt habe. Für Joseph Boyamba. So, ne, ist gar nicht Boyamba, der beschwert sich nur, sondern Boyamba, der ist nur Zeitzeuge dieser gelben Karte, hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, es war Coastly, der sich hier gelb abgeholt hat, aber müssen wir mal schauen. Freistoß wie in Wiesbaden, wieder die Variante, ne? Kommt der rechte Fuß oder wird der linke getreten, wieder wird der Ball mit rechts reingetreten. Diesmal kürzer. Ich dachte, der fliegt in den 16er. Aber die Variante wählen sie erst jetzt. Kopfball! Und er war stark. Und auch wieder super gehalten. Der Wiesbadener.
Jan Christoph Bartels fischt hier alles weg, was seine ehemaligen Kollegen hier auf die Kiste bringen. Das war ein Kopfball übrigens von Florian Carstens. In der Ecke auf dem kurzen Pfosten. Das ist zu berechenbar, das kennen wir jetzt schon. Und da verstehe ich nicht, warum sie dann nicht doch mal variieren. Vielleicht mal eine kurze Ecke oder hoch an den 16er. Oder es gibt da einige Möglichkeiten. Aber sie liegen 0-1 hinten. Jetzt mal die kurze Ecke. Warum nicht? Komm, jetzt rein damit. Doppelpass. Und schon sieht es gefährlich aus. Kuhn war's. Und wieder Klasse gehalten von Jan-Christoph Bartels in dieser 57. So, das war die Ecke davor. Und Kuhn, der Mann für die Standards. Moritz Kuhn. Und wir rätseln alle mit. Erster Pfosten, zweiter Pfosten, kurzer Ball auf Gianluca Corte. Hören wir mal rein. Schiedsrichter beruhigt da die Gemüter. So. Also keine kurze, aber auf den kurzen Pfosten. Tja, und da weiß dann Jan-Christoph Bartels Bescheid. Und langsam ist es ein Standard-Situationsspiel und wenig fließender Fußball. Powerplay des SVW in Wiesbaden, aber sie müssen sich jetzt auch mal belohnen. Vielleicht jetzt Chateau. Einwurf, weiter dranbleiben, weiter Druck machen. Und Waldhof Mannheim, die lauern natürlich auf ihre Chance. Christian Hock hat gesagt, der Sportdirektor, wir wissen, dass die sehr gut im Konterspiel sind. Und wir müssen hinten natürlich noch absichern. So, raus, 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 wieder geschrien von Patrick Glöckner, dem Trainer der Waldhöfer. Und seine Jungs setzen das um, raus, raus, jetzt schon in der Hälfte des SVW in Wiesbaden. Da hätte er vielleicht durchlaufen lassen können für den Keeper. Florian Carstens. Und Einwurf wie in Wiesbaden. Schnell machen jetzt. Mal die Seite wechseln. Mal etwas Überraschendes gestalten. Vielleicht durch die Mitte versuchen, so wie Ende des ersten Durchgangs. All das wird ihm natürlich durch den Kopf gehen jetzt. Wie mache ich's? Reinbrüllen kann ein Trainer, haben wir ja gehört, sehr viel. Im Gegensatz zu sonst vollen Stadien. Das müsste jeder Spieler mitbekommen. Und Freistoß für den SVW in Wiesbaden. Da waren dann im Nachlauf noch einige im Getümmel. Hat auch den Kapitän Christiansen, der Waldhöfer, in Mitleidenschaft gezogen. Schauen wir nochmal. Hier, da hat der Kopf weit unten. War vorher schon das Foul an einen W in Wiesbadener. Und deswegen die nächste Gelegenheit. Ist es wieder Moritz Kuhn, der jetzt den Freistoß tritt, wie alle Ecken auch. Der Kapitän Mockenhaupt. Und nochmal Mocki. Setzt seinen ganzen Körper ein. War ein Foul, ja. Offensivfoul vom Defensivmann, vom Innenverteidiger Sascha Mockenhaupt. Aber das gefällt mir. Ja, der bietet was an. Der sagt, Jungs, jetzt muss hier ein Ruck durch unsere Mannschaft gehen. So wie Ende der ersten Halbzeit. Sonst schauen wir hier ganz mächtig in die Röhre. Sonst verlieren wir das Ding hier gegen die Waldhof-Buwe. Und gegen die Mannschaft, die hier ganz in Weiß von rechts nach links, ja, mit viel Zeit mittlerweile spielt. Da ist nichts hektisch. Und wenn der Ball verloren wird, dann setzen sie nach und suchen ihre Chance. Einwurf, SVW in Wiesbaden, na klar. Das ist eine Sache für Dennis Kempe da auf der linken Seite, die er zu beackern hat. Gemeinsam mit Gianluca Corte. Ja, jetzt spielen sie es ein bisschen anders. Ne? Nicht mehr über ihren Keeper, nicht mehr über Tim Boss und dann nochmal sortieren und auf Sicherheit, sondern jetzt gehen sie ein bisschen mehr Risiko.
keine Frage. Sie haben noch eine halbe Stunde. Es steht immer noch 0-1. Unglaublich viel am Malochen da. Moritz Kuhn und sein Kapitän Sascha Mockenhaupt. Fast jede Aktion, die offensiv gestaltet wird, geht irgendwie über die beiden. Und jetzt auf der rechten und nicht mehr auf der linken Seite. Da ist er also geblieben, Gianluca Korte. Das wäre es jetzt, ne? So ein direkt verwandelter Freistoß ins Tor der Waldhöfer, ins Herz seiner ehemaligen Mannschaftskollegen. Ich setze aber auf die 20, ich setze wieder auf Kuhn, dass der den Ball mit rechts reinbringt. Ja, Verdacht, aber das war nun gar nichts von Korte. Der hat immer noch keinen fein justierten, ruhigen Fuß, da vibrieren immer noch die Knie, da ist immer noch viel Wackelpudding im Fußgelenk. Stark ist durchgesetzt. Freistoß, würde ich sagen. Aber Schiri sagt, weiterspielen. Stand näher dran, müssen wir der Einschätzung, also Glauben und Vertrauen von Mitja Stegemann aus Bonn. Ja, der hat jetzt Zeit. Bisschen früh jetzt schon die Uhr runter ticken zu lassen. 0-1, knappes Ergebnis. Mockenhaupt. Nach langer Zeit wird Tim Boss mal wieder mit einbezogen. Der sehr gute Fußballer im Kasten vom SVW in Wiesbaden. Und dann extrem über die Außen. Aber da ist alles zugestellt. Darauf haben sich die Waldhöfer eingestellt. Freistoß. Wien Wiesbaden, gelbe Karte, die zweite. Nochmal hier, da Fuß voll drauf gehalten von Boyamba. Jetzt hat er gelb, eben habe ich ihn noch verdächtig gelb bekommen zu haben. Jetzt hat er selbst dafür gesorgt. Keine Frage. Der Torschütze zum 0-1. Darf sich jetzt etwas weniger trauen als bis zu dieser 63. jetzt schon Minute. Ja, Tim Boss, den hält es gar nicht mehr in seinem Kasten. Der schaltet sich jetzt sogar fast an der Mittellinie ein. Muss natürlich jetzt ganz schnell zurück, wenn Mannheim die Ballkontrolle bekommt. Ist aber nicht der Fall. Czarto, gut aufgepasst diesmal von Czarto. Wieder Czarto. Und das ist wieder so einer, genau der Ball, der wehtut. Das war im ersten Durchgang so, phasenweise, jetzt auch im zweiten. Und Mockenhaupt kämmt das Ganze zurück. Was der heute liefert und abspielt. Gelbe Karte, die nächste für Waldhof Mannheim. Da, Mockenhaupt nur durch einen Foul dann auch zu bremsen und zu stellen. Ganz klar. Ünlüt Şifci muss es einsehen, dass das völlig in Ordnung geht. Und wieder ist es der Mann mit der 20, wieder Moritz Kuhn. Und gar nicht mal schlecht von Czarto. Czarto bringt seinen Körper rein, dann fehlt das Timing. Ja, und der Moritz Kuhn, der fasst alle Bälle hier vorne, sehen wir ihn rechts mit der 20. Das ist wirklich schon eine Marke für den SVW in Wiesbaden. Er war vorher, bevor er sich einen Innenmeniskus-Abriss holte, war er Mr. Everywhere, Mr. Vielspieler. Seit 2017 ist er hier beim SVW in Wiesbaden. Dann musste er pausieren in einer ganz wichtigen Phase, wo der SVW in Wiesbaden seine Mitarbeit gebraucht hätte. In der zweiten Liga, da ging es massiv gegen den Abstieg. Schade, dass er genau da gefehlt hatte. Und wir sehen, wie wichtig der Mann mit der 20, dem jetzt mal der Ball versprungen ist und der beide Arme voll tätowiert hat, ist für diesen SVW in Wiesbaden. Jetzt schauen Sie mal auf den Keeper. Schauen Sie mal auf Jan-Christoph Bartels. Ja,
Der hat richtig Zeit. Nochmal Anweisungen geben, wo wer vielleicht stehen sollte. Und sein Trainer Patrick Löckner, der sagt, wir nutzen die nächste Spielunterbrechung für einen weiteren Wechsel. So, Gefahr jetzt, aufpassen! Und da haben sie es endlich mal zugestellt im 16er. Das haben sie im ersten Durchgang falsch gemacht. Jetzt wieder der Torschütze, aber auch da aufgepasst. Und jetzt der letzte Kick. Der fehlt immer noch beim SVW in Wiesbaden. Auch hinten fehlt der zweite Ball. Gefährlicher Schuss. Und klasse pariert mit beiden Fäusten. Was soll er machen? Tim Boss. Ja. Schöner Schuss von Rafael Garcia, aber gut aufgepasst da von Tim Boss. Und Wien Wiesbaden darf jetzt einen Fehler nicht machen, auch wenn das Ganze jetzt Kraft gekostet hat. Sich bitte schön nicht hinten reindrängen lassen und seinerseits auf Konter setzen. Das ist mir dann doch zu riskant, das Ganze, wenn du das wirklich beabsichtigst. Glaube ich aber auch nicht. Vielleicht einfach nur eine Kunstpause, einfach mal wieder den Gegner kommen lassen. Weil kurz mal durchgeatmet werden muss, aber noch nicht so. So, tief durchatmen, wieder richtig stellen. Und dann die Idee vom Ende der ersten Halbzeit weiterentwickeln. Chato bekommt den Ball nicht. Dann bekommt er Hilfe von Gianluca Korte. Und gemeinsam stemmen sie es irgendwie. Mockenhaupt. Ja, müsste es auch schnell machen. Aber wo soll er hinspielen? Und deswegen doch wieder die Variante hinten rum. Und so tickt dann die Zeit herunter. Jetzt endlich mal über die Mittellinie gekommen. Aber da werden sie gleich zugestellt. Waldhof Mannheim macht das jetzt wieder ganz hervorragend. Kein Foul, sauber getackelt. Ja, ich höre da so ein bisschen zu, Sie sicherlich auch, was denn da so gerufen wird. Erstmal ein Wechsel, der wurde reingerufen auf Seiten der Waldhöfer. Passiert jetzt. Also, Jan-Hendrik Marx geht. Und es kommt Arianit Ferrati, der Mann mit der Nummer 10. Das ist ein guter Vorbereiter. Und so einen braucht ja zum Beispiel Josef Bojamba da im 16-Meter-Raum. Und jetzt auch Doppelwechsel beim SVW in Wiesbaden. Kuhn geht, finde ich schade, aber der kann nicht mehr. Der hat sich ausgepowert, natürlich. So, wenn wir alles mal sortieren, wer da gekommen ist und wer gegangen. Hollerbach ist zum Beispiel gekommen. Nicht zu verwechseln übrigens. Und das ist am Anfang seiner Karriere oft falsch gelaufen. Es ist Benedikt Hollerbach. Nicht der Sohn von Bernd Hollerbach. Dessen Sohn heißt nämlich Ben Hollerbach und der spielt für Sparta Prag. Also Benedikt Hollerbach, weder verwandt noch verschwägert mit dem ehemaligen Fußballprofi und Trainer auch Bernd Hollerbach. So, also ein Teil neuer Akteure im Spiel. Walbrecht kam noch für Leis auf Seiten des SVW in Wiesbaden. Und dann schauen wir doch mal, ob es die neuen, die frischen Kräfte es schaffen, die letzten 20 Minuten hier nochmal, zum Beispiel wie Hollerbach, voll zu powern.
Denn der SVW in Wiesbaden muss jetzt etwas mehr ins Risiko gehen, keine Frage. Sonst spielt hier Waldhof Mannheim seinen erfolgreichen Stiefel runter. Und der heißt, hinten stehen, sortieren, sobald wir in Wiesbaden den Ballbesitz hat und nicht rechtzeitig aus den Puschen kommt in der eigenen Deckung, sofort attackieren und zustellen. Und das ist ein Mittel, mit dem sie immer noch hier nach 71 gespielten Minuten 1:0 führen. So, wir in Wiesbaden einfach mal reingekloppt. Ja, das kannst du machen, das musst du jetzt auch machen. Und dann mal auf einen Lucky Punch hoffen. Auch wenn das natürlich noch sehr früh in der Spielphase ist, da geht natürlich spielerisch auch noch mehr. Und der Hollerbach, der bringt jetzt schon mal so ein bisschen Aktion. Und immer wenn man gut spielt, merkt man es am Gegner, der wird nämlich lauter. Und die Mienen verändern sich. Das nennt sich wohl Concerned. Also, die machen sich langsam Sorgen, dass hier Wiesbaden... Der SVW in Wiesbaden zum 1:1 kommt. Wieder so ein Eckball. Diesmal ist der Kuhn nicht mehr dabei, aber auch der geht auf den ersten Pfosten. Also das ist dann viel trainiert und geübt worden. Da verspricht sich dann Rüdiger Rehm was davon. Hollerbach. Und wer ist da in der Mitte? Die Möglichkeit immer noch. Schuss und dann Kopfball. Und leider nicht drin von Florian Karstens, diese Aktion. Der sich aus der Deckung wagt und nach vorne gerückt ist. Klasse gemacht für einen Defensivmann. Belohnt wird er allerdings auch nicht. So, jetzt attackieren in der Box. Aber dann musst du den Ball auch mal gewinnen und nicht verlieren. Sonst musst du eben die ganze Bewegung rückwärts gestalten. Waldhof Mannheim, der war ein Stück zu lang. Tim Boss, gut aufgepasst und jetzt sofort von ihm eingeleitet die Gegenbewegung. Dann muss das aber präziser sein, wenn du dann das mittellange Bälle wählst. Nochmal, wir haben gesagt, der SVW in Wiesbaden, der musste zwei komplette Fußballmannschaften abgeben. 12 blieben da. 13 Neuzugänge. Und das alles musst du als Trainer dir anschauen, hast den großen Suppentopf vor dir und musst aus den Zutaten etwas gestalten, was dann deinen Zuschauern und dir selbst auch schmeckt und den Spielern der Mannschaft natürlich auch. Und dann ist es erfolgreich. Dann bekommt es Sterne und Punkte und dann kann Aufstieg gebucht werden. Aber so weit sind sie lange nicht. Das ist das 5. Spiel in dieser Liga und das ist Hollerbach. Der trickst sich fast selbst aus. Sah so gut aus im Ansatz, aber dann läuft er wieder raus aus dem 16er. Immer noch der SVW in Wiesbaden, Gianluca Korte. So. Den Ball aus der Grasnarbe geholt mit dem Kopf vom SV Waldhof Mannheim. Und dann ist diese Offensivaktion auch schon wieder unterbunden vom Schiedsrichter von Mitja Stegemann. Und das ist gar nicht böse gemeint, aber wenn du natürlich führst mit 1:0 auf des Gegners Platz und du wirst gefoult, dann nimmst du dir deine Regenerationszeit klar, wo noch etwas mehr als eine Viertelstunde zu spielen ist. Und er ist der Mann des Tages bis jetzt, Joseph Boyamba. Er hat dieses tolle Tor in der zweiten Minute erzielt. Und seitdem heißt es 1:0 für Mannheim. Waldhof Mannheim, viele Freunde auf Seiten von Eintracht Frankfurt. Die Fanclubs von Mannheim und der Eintracht sind ja befreundet. Tja, mit Kickers Offenbach sieht das alles ein bisschen anders aus. Es ist ja mal so, mit den einen bist du gut, mit den anderen nicht so gut. Alles das hat natürlich historische Wurzeln. Und sobald und solange da keine Gewalt ausgeübt wird, sondern sportliche Rivalität, ist das auch alles vollkommen in Ordnung. Davon lebt der Fußball, dass man einigen wohlgesonnen ist und einigen auch mal wünscht, dass sie vielleicht nicht so viele Punkte holen. Und die Offenbacher, die jetzt vor der Glotze sitzen, da weiß ich, und die im Stream sind, die sind SVW in Wiesbaden-Fans und die Eintracht-Abteilung, die wäre dann wohl für den Waldhof. Und der ist vorne, Viertelstunde noch zu spielen. 1:0 Waldhof Mannheim. Tja.
Kannst dich beschweren, nützt aber nichts. Schiedsrichter hat entschieden. Tobias Schwede. Kein Wortspiel. Versprochen. Dafür ist er mit 25 Jahren auch noch viel zu jung. Rüdiger Rehm. Das Ende der ersten Halbzeit. Das war gut. Wow. Wer sonst? Natürlich der Kapitän leitet das Ganze ein und dann traut sich Hollerbach. Mit ihm ist jetzt mehr Schwung in diese Partie gekommen, keine Frage. Versucht viel. Das Lockenhaupt zusammen mit Mockenhaupt, dem Kapitän. Ich kann es nicht ändern. Ist ja so, dass die beiden jetzt hier den Takt vorgeben beim SVW in Wiesbaden. Oh, im Aufbauspiel Ballverlust, plötzlich 3 gegen 2, Riesenchance für den SV Waldhof Mannheim und dann ist er super gehalten hier, dieser Ball von Boss, klasse gemacht, richtig im richtigen Moment, gezuckt und reagiert. Der hätte es sein können, der hätte es sein müssen, Rafael Garcia ist dem 0 zu 2 ganz nah und jetzt kommen die Waldhofer nochmal und super reingegrätscht. War das Handspiel? Waldhof sagt ja. Schiri sagt nein. Wir sagen also weiterspielen und weiter gucken. 13 Minuten sind es noch. 0-1. Jetzt nochmal ein bisschen mehr Dampf da vorne hinbringen. Langer, schöner Ball auf Mockenhaupt. Riesenkompliment an den Kapitän. Der hat die Binde vollkommen zurecht um seinen Oberarm geschnürt. Und hier nochmal die tolle Parade gegen Rafael Garcia von Tim Boss. Super lange gewartet und dann im rechten Moment abgetaucht. Und jetzt liegt der nächste Waldhöfer. Schiri ermahnt kurz, komm, steht auch wieder auf. Und das macht er auch, das finde ich gut, sportlich. Und der Einwurf, Moment, wird jetzt ausgeführt. Ja. Sie haben es gehört, auf geht's. Nächstes Foul. Nicklichkeiten bestimmen jetzt hier das Geschäft. Das ist der Trainer, das ist Patrick Glöckner. Wo der schon überall war, der hat bei jeder hessischen Mannschaft eigentlich mal Station gehabt. Auch bei Eintracht Frankfurt, beim FSV, Kickers Offenbach. Kennt sich aus im hessischen Fußball. Und wen Wiesbaden? Mit dem nächsten Eckball. Also da können sie einen Rekord aufstellen. Ich habe es nicht mitgezählt, aber irgendeiner von denen muss doch mal reingehen. Und wir spielen das Spielchen wieder. Geht er an den ersten oder an den zweiten Pfosten? Das heißt also an den kurzen Pfosten, der näher dran ist an dem Schützen, oder an den zweiten, den der weiter weg ist. Bis jetzt war es fast ausnahmslos der erste. Ja, und das kommt dabei raus. Wieder nach hinten, was soll er machen, der Kapitän über Tim Boss. Tim Boss ist eigentlich mittlerweile auch so etwas wie der 12. Feldspieler. Und wir haben jetzt mal die Bilanz rausgeholt. 13 zu 2 Ecken für den SVW in Wiesbaden. Spielt dann 0 zu 1 und allein der ist entscheidend. Der war nicht aus und der war nicht im Abseits und deswegen geht es weiter Richtung Tor von Tim Boss. Aber klasse aufgepasst, ja super abgegrätscht, dieser Ball von Florian Carstens. Da wären die Waldhöfer auf und davon gewesen, aber Carstens, der Verteidiger des SVW in Wiesbaden, sorgt dafür, dass die Gastgeber weiter eine Chance haben. Für den Ausgleich. Schato. Sie bleiben bei ihrem System. Über die Außen. Warum nicht durch die Mitte? Warum nicht vertikaler?
Ganz einfach jetzt ausgehebelt. 2 wie in Wiesbaden. Ich glaube, da fehlt mittlerweile im Zurücklaufen auch die Kraft. Aufpassen, 1 gegen 1. Chateau. Nicht jemanden jetzt faulen im 16er. Das bloß nicht. Bloß nicht jetzt. Sondern vorsichtig rangehen. Da auch vorsichtig agieren. Auch wenn das natürlich gefährlich wird. Super gehalten. Einmal mehr von Tim Boss gegen Dominik Martinovic. Ganz klasse gehalten. Super durchgesetzt von Martinovic und dann ist er dran. Und das heißt natürlich Entlastung für die Waldhöfer. Das heißt Eckstoß und das heißt, wie in Wiesbaden läuft die Zeit weiter davon. Offiziell sind es noch 9 Minuten. Boss macht ein ganz starkes Spiel. Mockenhaupt macht ein ganz starkes Spiel. Kuhn war ganz stark. Die Offensive hat mich ein wenig enttäuscht. Bis hierhin. Das SVW in Wiesbaden. Gianluca Korte. Eminent fleißig. Immer irgendwie anspielbereit. Aber immer etwas, wie sagt man, hibbelig am Ball. Noch nicht richtig angekommen beim SVW in Wiesbaden. Weil es eben heute auch so massiv gegen seine ehemaligen Kollegen geht. Jetzt wird wieder gewechselt. Und da geht er. Und tritt noch mal kurz gegen den Ball, weil er unzufrieden ist. Gianluca Korte. Ja. Hat also Christian Hock reagiert und bringt noch mal frische Kräfte. In diesem Moment ist es Maurice Malone, der also für Gianluca Korte die letzten 8 Minuten jetzt beackern soll, spielen soll, vielleicht ein Tor schießen soll. Noch hat seine Mannschaft nicht verloren. 3 Unentschieden, 1 Sieg, das steht zu Buche gegen Heidenheim. Die erste Pokalrunde gewonnen, sind also auch in der zweiten Pokalrunde. Eigentlich alles gut. Das heute wäre ein kleiner Rückschlag, keine Frage, wenn das schief gehen sollte gegen Waldhof Mannheim. Und die Waldhöfer? 4 Spiele in Serie, unentschieden. Heute ein Sieg obendrauf. Das wäre, glaube ich, eine feine Bilanz. Da könnte man dann 100 Kilometer zurückfahren. Nach Mannheim. Die Remis-Könige endlich mal mit im Sieg. Fragezeichen. Nächster Freistoß, ja, aus dem Halbfeld. Ja, sind so 32 Meter. Und dann relativ fantasielos einfach reingetreten. Da ist Trainings- und Übungsbedarf beim SVW in Wiesbaden. Es ist früh in der Saison. Aber da kann man noch mindestens mal fein nachjustieren. Ja, war kein Foul, war robust, aber kein Foul. Beide mal im Ball getroffen, sehe ich genauso wie der wirklich gute Schiedsrichter Mitja Stegemann. So, der Eingewechselte auf einen weiteren Eingewechselten. Und jetzt kommen sie noch mal wieder über den Kapitän. Mockenhaupt. Ja, das könnte klappen. Aber da kommt Mockenhaupt aus dem Abseits. Und außerdem war es ein Offensivfoul. Und das ist das Schwerwiegendere. Und das hat der Schiedsrichter eben auch gepfiffen. Hier, klar, voll in den Rücken des Verteidigers. Und da waren es nur noch 5,5 Minuten für den SVW in Wiesbaden. Und daraus zieht die Partie natürlich jetzt ihre Spannung. Mannheim hatte in der ersten Halbzeit eine dicke Torchance. Danach noch ein paar gute Aktionen, die allesamt zunichte gemacht worden sind von Tim Boss. Und der SVW in Wiesbaden, der hatte seine stärkste Phase so zwischen der 35. und 45. Und die müsste es jetzt nochmal sein. Eine gute Schlussphase in dieser zweiten Halbzeit. Das wäre es und das müsste jetzt beginnen, wenn du zumindest noch unentschieden spielen willst. Ja, Chato, fast. Und das war kein Foul, das war ein Pressschlag. So sehe ich es von hier aus. Aber auch da müssen wir sagen, der Schiedsrichter ist nah dran, Mitja Stegemann. Und er hat gesagt, das ist ein Freistoß
für den Waldhof. Der noch eine ganz weiße Weste, nicht nur weiße Trikots, weiße Hosen, weiße Stutzen, eine weiße Weste hat. Noch nicht verloren. Was kann nicht mal der FC Bayern München von sich behaupten? Gruß nach Hoffenheim. So, jetzt Freistoß mal langsam ausführen, sonst geht die Uhr zu Neige, um es mal so zu sagen. Nur noch etwas mehr als 4 Minuten offiziell. Hackentrick, gut aufgepasst. Dann lassen Sie sich nicht übertölpeln in dieser Aktion. Und Mocky hält das ganze Ding hier zusammen. Und bringt auch noch den Ball nach vorne. Hollerbach lässt sich da einfach mal auslaufen, hat den Ball jetzt aber zurück. Und vorne, da ist dann niemand. Weiter Schlag, jetzt Laufduell, aber das kannst du auch nicht gewinnen, weil die Absicherung der Waldhöfer einfach zu gut ist. So, und jetzt versuchen sie den nächsten Einwurf oder Freistoß zu holen. Weil all das bringt Zeit. Diesmal aber anders als gedacht. Diesmal Freistoß Wien Wiesbaden. Und die werden die Zeit nicht haben. Die werden es eigentlich haben, aber sie dürfen den Ball erstmal nicht ausführen. Es wird nochmal gewechselt. Auch so gerne Tim Boss jetzt den Ball nach vorne spielen würde. Aber auch das machen sie natürlich geschickt, die Waldhöfer. Wechseln nochmal aus. Boyamba wird gehen. Der Mann des Tages bis hierhin. Fragezeichen. Wir haben noch Zeit. Ausrufezeichen. Und noch genau 3 Minuten sind es. Gulke kommt. Das ist ein defensiver Mann. Ein Innenverteidiger. Können wir uns leise vorstellen, wohin die Richtung die nächsten 3 Minuten auf Seiten der Waldhöfer wohl geht. Die Betonmischmaschine ist ab jetzt aufs Spielfeld gerollt worden von den Mannheimern. Und sie müssen zusehen, dass der Beton nicht zu schnell hart wird, die Wien Wiesbadener. Und da haben sie noch genau 2 Minuten 30 Zeit für. Mockenhau, der Unermüdliche. Bestnote mit Sternchen. Und das war einfach reingeschlagen von Florian Carstens. Und er hat den Ball sehr lange in der Hand, Jan-Christoph Bartels. Ist ihm jetzt auch aufgefallen, deswegen lieber ablegen und mit dem Fuß wegschlagen, sonst gibt es hier noch einen indirekten Freistoß. Balleroberung SVW in Wiesbaden. Foul, schnell machen. Alle nach vorne. Noch 2 Minuten. Offiziell. 0-1. Kann nicht reichen für den SVW in Wiesbaden. Tja, aber wo spielst du hin? Der Waldhof steht gut. Hat die Männer eng und deswegen einfach mal rein damit und hoffen, dass sich jemand frei läuft. Aber dann musst du den Ball auch kontrollieren, was in diesem Moment misslungen ist. Maurice Malone leider in der Box nicht ballsicher, war aber auch schwer zu nehmen. Nochmal Freistoß. Und wenn dieser Freistoß dann für Wiesbaden ist, verstehe ich es nicht. Dann war das einfach nur eine vielversprechende Situation, die abgepfiffen wurde. Deswegen glaube ich und bin sicher, dass Mannheim diesen Freistoß zugesprochen bekommt. Und so ist es auch. Nicht viel diskutieren, sondern nochmal versuchen, die letzten Kräfte zu bündeln. Offiziell noch 30 Sekunden. Und ich sehe noch keine hängenden Köpfe, aber natürlich saugt mittlerweile der Rasen Kräfte aus den Waden der Spieler vom SVW in Wiesbaden. Gelbe Karte für den eingewechselten Ferrati. Das heißt nochmal Freistoß Wien Wiesbaden. Und das heißt, komm, nimm Tim Boss mit nach vorne. Egal jetzt, alle in die Box. Ein langer Schlag rein in die Veranstaltung. Wäre ja eine Idee von vielen. Mal sehen, was der SVW in Wiesbaden jetzt noch als Schlachtplan hat. Aha, er wird den Freistoß also ausführen. Dafür sind dann alle Feldspieler in der Hälfte des SV Waldhof Mannheim. Der Boss bekommt auch eine gelbe Karte, hat sich noch beschwert.
Und jetzt? Sieht nicht nach einem langen Ball aus, ganz ehrlich. Ja, so ein halblanger. Aber gut getimt, gut getimt. Immer noch gefährlich. Und ein Querschläger. Einwurf nochmal SV Waldhof Mannheim und 3 Minuten Overtime. Da geht noch was, wenn du das jetzt nochmal konzentriert machst. Zum Beispiel mit einem Einwurf vom Kapitän. Mocky, rein damit. Kopfballverlängerung. Und der zweite Ball, der ist das Problem gewesen beim SVW in Wiesbaden. Unter anderem die mangelnde Varianz bei Standards und das Nachsetzen, wenn der erste Ball verloren geht. Um ihn dann in die Box zu bringen und dann zu explodieren. Das wäre ja so ungefähr die Grundidee. Wir sind früh in der Saison, kann nicht alles klappen. Schade aber drum, denn die Chance hier ist ja immer noch da, unentschieden zumindest zu spielen. Denn so viel stärker waren die Waldhöfer beileibe nicht. Die kommen jetzt aber nochmal. Ja, und jetzt geht der Ritt Richtung Eckfahne. Und weil sie es nicht machen, ist nochmal SVW in Wiesbaden am Ball. Jo, gut gemacht. Und jetzt mal steil nach vorne. Haben sie die ganze Zeit nicht hinbekommen. Jetzt in der Schlusssekunde fast. Dann machen sie das. Und dann wird es gefährlich. Und dann haben sie die dicke Gelegenheit durch Hollerbach. Und nochmal Hollerbach. Und kommt da noch einer? Nein. Das war das dickste Ding für den SVW in Wiesbaden. In dieser zweiten Hälfte. Endlich haben sie mal steil und vertikal nach vorne gespielt. Und dann ist gleich Gefahr da, weil nämlich die Innenverteidigung plötzlich wackelte. Aber das kommt zu spät. 1 Minute noch. 0:1 SVW in Wiesbaden, SV Waldhof Mannheim. Und dieser Ballverlust ist nicht so schmerzhaft, weil du noch einen Einwurf bekommst. Weiter, Chato, wohin eigentlich? In die Mitte, richtig so. Maurice Malone, Ballverlust. Futsch, die nächste Gelegenheit, hier nochmal so ein scharfes Ding reinzubringen in den 16er. Nochmal, SVW in Wiesbaden. Und er ist sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Kann er auch sein. Patrick Glöckner. Und er ist dann wieder eine Spur zu lang. Und das ist der Abpfiff von Schiedsrichter Mitja Stegemann. Riesengroße Freude natürlich beim SV Waldhof Mannheim. Durch so ein tolles Tor, muss man sagen. Zu Beginn dieser Partie entschieden worden durch Joseph Boyamba. Da freuen sie sich zu Recht, aber der SVW in Wiesbaden hatte mehrfach die Möglichkeit, vor allen Dingen Ende der ersten Halbzeit hier mindestens das 1:1 zu erzielen, wenn nicht sogar hier als Sieger vom Platz zu gehen. Aber dann musst du eben auch gefährlicher agieren und nicht bis zum 16er oder in den 16er rein manchmal ganz gut spielen, sondern dann musst du auch anzeigen, ich bin hier der Hausherr, ich bin Chef im Ring und ich bin jetzt hier dringend gewillt, noch ein Tor zu erzielen. So freuen sich Kapitän Christiansen und seine Jungs vom SV Waldhof Mannheim und der SVW in Wiesbaden. Ja, hängende Köpfe. Da merkst du, da muss noch viel sortiert werden. Rüdiger Rehm hat noch reichlich Arbeit. Ja, nochmal im Infight ist es nicht, im Smalltalk mit Schiedsrichter Mitja Stegemann. Aber ich bleib dabei, der hat einen ganz guten Job gemacht, ziemlich guten sogar. Das war immerhin eine emotional aufgeladene Partie, weil beide Mannschaften eben noch ungeschlagen waren, weil beide Mannschaften irgendwo im Mittelfeld dümpeln und weil beide Teams sehr wohl die Idee hatten, mit einem Sieg jetzt da vorne ranzukommen. Und das ist diesen Herrschaften hier vom Waldhof gelungen. Der SVW in Wiesbaden hat die nächste Chance, sich wieder zu sortieren, darauf zu hoffen, dass irgendwann einmal wieder in der Britta Arena Zuschauer zugelassen werden. Die Zahlen sprechen gerade leider eine komplett andere Sprache. Aber Daumen drücken und hoffen dafür, dass irgendwann mal so etwas wie eine neue Normalität auch im Fußball einsetzt. Das hoffen wir natürlich sehr. Wenn wir aber sehen, dass zum Beispiel in der Oberliga Hessen im Handball alle Spiele abgesagt worden sind, dann schwant uns schon etwas anderes. Dann ist es wohl eher erstmal die Tendenz dazu, dass wohl immer mehr verboten wird als erlaubt. Und das heißt, wenn Fußball stattfindet, dann müssen sie es so sehen, dass eben die Geschichte so ist, dass immer
wieder auch der Fernsehkommentar eine Rolle spielt. Das war's von mir. 0:1. Schade SVW in Wiesbaden. Heiko Neumann mit einem Gesprächspartner. Oder machst du den Laden nur noch zu, Heiko? Ja, wir warten noch in der Tat auf den Trainer, auf Rüdiger Rehm. Abgemacht war, dass er sofort kommt. Aber natürlich, klar, nach so einem Spiel, wenn man da im Prinzip 88,5 Minuten auf ein Tor spielt und das Ding dann am Ende dann 0:1 verliert, ist man natürlich im Moment des Abpfiffes natürlich erstmal richtig enttäuscht. Wir gucken mal. Ja, Rüdiger Rehm, dann nähert er sich doch schon. Also noch ein Minütchen wird es dauern, dann ist er dann hoffentlich da und dann werden wir sicherlich eine profunde Analyse von ihm hören, so wie wir das gewohnt sind von Rüdiger Rehm. Ist natürlich bitter, so ein Spiel hier heute auf diese Art und Weise zu verlieren. Ein Punkt wäre sicherlich mehr als verdient gewesen, ein Sieg eigentlich auch. Da sind wir uns sicherlich alle einig und dann gucken wir nochmal, ja, da kommt er jetzt schon. Also es kann sich nur noch um ein paar Sekündchen handeln und dann wird der Trainer da sein. Und dann wollen wir doch mal horchen, was wir zu diesem Spiel hören können. Grüß Sie, Herr Rehm. Das muss bitter sein, wenn man 88,5 Minuten die klar bessere Mannschaft ist, auf ein Tor spielt, 0:1 zu verlieren. Wie geht es Ihrem Herzen gerade? Ja, ist einfach unglaublich ärgerlich, ja, und frustrierend, ja, weil ich sage, das war heute eigentlich die schlechteste Waldhöfer Mannschaft, die ich in den letzten oder in den 4 Spielen gesehen habe. Sie haben eigentlich keine Chance gehabt, aber die haben sie am Anfang genutzt. Ja, und dann läufst du diesem Rückstand hinterher. Jan-Christoph Bartels hat ein klasse Spiel gemacht, hat seine Mannschaft immer wieder gerettet und wir haben den Ball nicht über die Linie gebracht und dann eben auch zum Schluss nicht mehr diese letzte Situation gehabt, die man dann braucht, ja, um dann eben nochmal zum Abschluss zu kommen. Und das ist sehr, sehr ärgerlich und im Moment natürlich auch sehr frustrierend. Was ist da passiert da nach 90 Sekunden, als diese Ohrfeige da kam aus dem Nichts? Das hat Bojamba schon gezeigt, wenn er im 16er zum Abschluss kommt, dann ist er gefährlich und wir haben ihn da zum Abschluss kommen lassen, war gut rausgespielt über die rechte Seite, da stand man einen Tick zu hoch, einen Tick zu offen, ja, dann kam der Ball rein und Bojamba hat das sehr, sehr gut gemacht, kurze Drehung, da ist er bekannt dafür. Wie ärgerlich ist das auch vor dem Hintergrund, dass ihr wart ohne Niederlage vor diesem Spieltag, das war jetzt so ein bisschen auch so ein Spieltag, wo man jetzt sich erstmal oben ein bisschen festsetzen kann oder ob man erstmal so im Mittelfeld erstmal so ein bisschen festhängt, Gefühl, ne? Ist das aus diesem Blickwinkel auch doppelt ärgerlich? Ja, ich denke, so früh in der Saison ist es völlig wurscht, da geht es um die Punkte. Ja, da geht es nicht darum, ob ich jetzt auf Platz 2 oder Platz 10 stehe, sondern es geht darum, Punkte zu sammeln, ja, dass alles noch sehr, sehr eng beieinander ist, ja, und es geht einfach darum, diese 3 Punkte zu holen. Wir wollten ungeschlagen bleiben, ja, aber wir müssen uns vorne natürlich ganz klar mehr Durchschlag Kraft wünschen. Ja, wir müssen uns da unglaublich verbessern, ja, weil das reicht nicht aus. Ich meine, heute haben wir wieder die Torchancen da gehabt, aber wir machen die Tore nicht. Ja, wir brauchen mehr Klarheit in die Abschlussposition zu kommen. Wir brauchen mehr Klarheit in Richtung Tor zu spielen. Ja, und das ist mir dann insgesamt zu wenig, was wir da nach vorne als Abschlussmöglichkeit haben. Ja, ich glaube, wir bauen sehr, sehr gut auf. Wir haben das Spiel unter Kontrolle. Wir haben den Gegner unter Kontrolle. Ja, natürlich kommt es dann immer mal wieder zu einer Kontersituation, wo es mal kurz brenzlig sein kann. Aber wir brauchen mehr Durchschlagskraft in der Spitze und an dem müssen wir dringend arbeiten. Da muss sich jeder verbessern. Wie gehen Sie ran an die Jungs jetzt gleich in der Kabine? Gibt es noch mal ein kleines Hallo wach, oder? Nein, jetzt gibt es erstmal gar nichts. Wir sehen uns morgen früh und werden da uns regenerieren und werden uns dann auf Dienstag auf Uerdingen vorbereiten und werden natürlich die Dinge ganz klar ansprechen, dass wir Sachen verbessern müssen, ja, und dass sie sich da auch selber an die eigene Nase fassen müssen und sagen, okay, wir müssen das Ding da vorne reindrücken. Ja, und darum geht es, im nächsten Spiel das besser zu machen. Ganz herzlichen Dank, Rüdiger Rehm, danke. Und toi, toi, toi für Uerdingen. Herzlichen Dank. Ja, liebe Zuschauer, wir sind fast durch. Nachher melden wir uns aber wieder mit unserer großen Hessen-Konferenz. Das Heimspiel am Samstag ab 17.15 Uhr im hr-Fernsehen. Schade, hier hat es nicht geklappt. Ihnen trotzdem noch einen schönen Samstagnachmittag und einen schönen Samstagabend. Tschüss, machen Sie es gut.